Hallo zusammen, willkommen zum heutigen wundervollen Stream hier bei eHayo. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, möchte ich mal sagen. Ne? Alle gerade am Jammern im Chat, dass man nur so, boah, was leckt denn meine Kamera heute so? Moment, nee. Aber hören tut's mir, oder? Boah, die leckt ja irrsinnig. Ich habe heute tatsächlich mal mein USB-Zeugs resettet und gemacht und getan. Das habe jetzt gar nicht gesehen, dass die so eskaliert. Da ist wahrscheinlich nur irgendwas falsch eingestellt. Und zwar, ja, da muss ich umschalten. Wahrscheinlich ist jetzt dann gleich weg. Ihr hört es mich aber auf jeden Fall noch und irgendwann wird es wiederkommen, die Kamera. Bin ganz zuversichtlich. Von dem her, schauen wir mal. Hören tut es mir, sehen tut es mir auch gleich wieder. Hoffe, glaube ich. Schauen wir mal, oder? Und ja, da bin ich wieder. Wie schaut's aus? Ja, sieht besser aus. Der hat nur auf Bulk-Modus gehabt und nicht auf Isochronus. Deswegen, jetzt geht's. Jetzt sind wir happy. Alles einwandfrei. Ich habe heute meine kompletten USB-Dinger mal komplett neu aufgesetzt, weil ich so Probleme mit dem USB habe. Aber es hat nichts gebracht, dass ich muss vermutlich doch irgendwann mal den PC neu aufsetzen. Große Freude mir aufkommen tut, weil einfach so viel Zeug immer zum Installieren ist. Daumen hoch oder Daumen runter, wer noch hasst, PCs neu aufzusetzen. Der Andi ist da, der Solvas ist da, brav. Ich wollte ihn schon schimpfen, dass der jetzt hier am Fusion 360 zeichnen ist und nicht mein Stream schaut, aber zum Glück ist er da. Tobi und Sven, grüß euch miteinander. Willkommen. Wir machen heute keine Software. Matthias ist verhindert aus privaten Gründen, deswegen kann er heute nicht dabei sein. Er hätte sich zwar herquälen wollen, aber ich habe gesagt, nee, stress dich nicht, lass gut sein. Er guckt vielleicht zu, wenn er Zeit hat. Aber wir tun uns hier nicht stressen. Aber wie gesagt, ich kann heute auch mit der Flap-Flap weitermachen. Wir waren gestern ja quasi voll im Flow und dann war es irgendwie so, dass wir irgendwie dann aufgehört haben, weil einfach irgendwann zu spät war. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir heute mit der Flap-Flap weiter, weil dann passt es soweit. Zu viel Neues, der Herr Lieberstream. Perfekt, so sieht's aus. Aber Andi, zu deiner Freude, wir werden natürlich nichtsdestotrotz auch Software machen, weil Flap-Flap auch aus Software besteht. Bald gibt es wieder. Wir müssen noch ein bisschen durchharren. Ich muss gerade ein bisschen schauen, wie, was, wo ich zuerst investiere im Shop. Aber bald gibt es wieder die Dings, die richtig coolen eHayo-Tassen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe nämlich auch nur noch 3. Genau, wir brauchen einen Triak mit besonderer Pinout, Andi. Du erinnerst dich dran. Wir hatten gestern ja, also ich habe ja in Instagram Audis reingepostet. Das ist natürlich euer Fehler, weil ihr habt nicht aufgepasst. Weil ihr im Chat, ihr habt es alle zugeschaut. Und eigentlich hätte es irgendjemandem von euch ja auffallen können. Ist es aber nicht. Deswegen ist es eigentlich grundlegend euer Verfehlen, dass das jetzt nicht funktioniert. Ihr müsst ja alles nochmal kontrollieren. Von dem her, eindeutig euer Verfehlung. Wir werden heute, damit du euch schon mal darauf einstellen kannst, den Schaltplan anpassen. Ich habe heute tatsächlich tagsüber schon ein bisschen gespielt, weil es mir einfach wahnsinnig interessiert hat, warum es nicht gegangen ist gestern mit dem Triak. Es läuft jetzt irgendwie und es wird vermutlich auch irgendwann, wenn es zu lang dreht, brennen. Weil einfach ein Viertel Watt Widerstand, glaube ich, zu wenig sein wird dafür. Wir schauen uns das Ganze dann also in Pulsonics an. Wir passen die Schaltung an, dass die korrekt ist. Wir stellen aber keine neuen Platinen. Also ich glaube nicht. Vielleicht, dass ich mal irgendwann welche mitbestelle, wenn ich wieder mal für eHayo bei PCBB was bestelle. Aber der Umbau ist okay, den kriege ich hin. So vom Aufwand her, das heißt, den würde ich so wie er ist belassen. Wir werden aber, so, Bildschirm. Wir werden aber, jetzt müssen wir mal schnell das Bamboo Lab Studio aufmachen. Den Unterteil, Oberteil, wie auch immer wir den nennen. Einmal drucken. Ganz kurz darüber schieben. Dokumente, GitHub, flap, flap. Da sind wir. CAD. Ich weiß nicht, was jetzt oben oder unten ist. Den da drucken wir nochmal.
in auch Carbonfaser verstärkt. Das habe ich eigentlich ganz hübsch gefunden, muss ich sagen. Es hat gut funktioniert. Die Löcher haben gepasst, die Löcher haben gepasst. Also den können wir so wie er ist, eins zu eins nochmal drucken. Original, Andi, läuft das Ding mit 5 Volt. Wird der Triac mit 5 Volt angesteuert? Das ist das Hauptproblem. Wir steuern mit 48 Volt an. Das ist unser Problem. Und mit 3,3 Volt will ich nicht ansteuern. Das ist mal. Meine, wir hätten auch 5 Volt zur Verfügung. So wäre es jetzt ja nicht. Aber wir haben ja ein Opto-Triac drin. Und mit dem steuern wir den quasi über die 48 Volt an. Die Originalschaltung sieht so aus. Original steuert dann mit 5 Volt an über einen Darlington Transistor. Geht da quasi auf den Triac. Und wir gehen aber mit dem Opto-Triac drauf, weil ihr einfach da so eine Trennung haben wollt. Und wir die auch da haben. Und einen Darlington Transistor hätte ich, glaube ich, auch einen da. Ja, hätte ich sogar, glaube ich, was da. Aber nee, nee, lieber so. Und da rechnen wir heute nochmal aus. Genau, wir brauchen wahrscheinlich eher so einen 1-2 Watt Widerstand. Wir haben den ja schon ausgerechnet, den Widerstand. Das müssen wir einfach nochmal machen, weil ich weiß nicht mehr, was wir rausgekriegt haben für den Wert. Da müssen wir uns die Leistung ausrechnen, die wir brauchen dafür und dann einfach schauen, was für einen Widerstand wir reinpacken. Viertel Watt wird vermutlich zu wenig werden. Aber ich schmeiße jetzt mal parallel den Drucker an, weil meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir heute auch die Stundenanzeige vielleicht zumindest mal zusammengebaut kriegen. Ich fände es cool, wenn wir es hinkriegen würden. Carbonfaser verstärkt, wir drucken es einfach mit 0,2er Standardeinstellung. Druckplatte slicen. Und weil die druckt er, glaube ich, eh. Oh ne, der macht damit Infill. Dann sagen wir ihm, ich glaube, wenn wir Strengths machen. Genau, Strengths machen wir, weil dann malt er hier quasi die Linien schön nach und macht nicht so ein komisches Infill. Genau, kann man da immer schön drauf schauen. Und da macht er auch vollflächig unten, weil da muss er nicht irgendwie mit Infill anfangen und so weiter. Genau, dann sieht das gut aus. Dann Drucker ist nämlich eingeschalten, dann drucken wir den gleich raus. PLACF A1. Ab die Post. Ja. Sollte funktionieren. Schauen wir uns dann an. Wie lange braucht er? Viertelstunde, 22 Minuten Gesamtdauer. Dann haben wir das auch bald dann soweit fertig gedruckt. Gut, dann geht's weiter, dass wir drucken fehlgeschlagen. Was sagt er? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Das müssen wir schnell zum Drucker rüberlaufen. Drucker gestoppt. Das habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Drucker gestoppt, das ist neu. Das ist der neue. Druckplatte drucken. Der Drucker ist in einem anderen Druckauftrag beschäftigt. Aha. Weiß der aber schon, dass er gerade nicht druckt, oder? Hä? Aber er hat es hochgeladen. Interessant. Interessant. Interessant, er hat es hochgeladen, aber er startet es nicht. Das habe ich jetzt echt noch nie gehabt. Und Hauptsache Solvers hat es jetzt ein Bambulab bestellt. Ne? Jetzt sieht er, dass man nur Probleme hat mit dem Bambulab. So. Jetzt macht er Geräusche. Jetzt macht er was. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Und da ist er, da wird er drucken. Jetzt fährt gerade die Z-Achse hoch. Ui, 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 ui. Und wieder runter. So, das hat mir jetzt, das verwundert mir gerade. Ha, Mosa, grüß dich. So. Soll was, kannst du kaum erwarten. Du hast allerdings hier nicht so eine gute Kameraauflösung. Und meine schaut schon echt richtig übel aus. Und das ist die bessere, wie die, die du kriegst. Aber es ist ja nur so ein Test. Also von dem her.
So, dann lassen wir den mal vor sich hin drücken. Jetzt schauen wir uns mal schnell nochmal den Triak an, den wir drin haben. Das ist ja der hier. Und da hatten wir. Da haben wir es haben wir nicht irgendwo aufgeschrieben. Ja, habe ich das Gefühl, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Mal schauen. Stundenanzeige, sonst so viele Blätter. Die Abmaße. Nee, habe ich mir dann nicht notiert. Weiß von euch noch jemand? Bin es einfach nicht mehr gerade. Aber egal, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wir haben einen Spannungsdrop von 1,2 Volt. Und wir haben den Typ da auf der Seite. Wir brauchen, ja, wir haben gesagt, irgendwas so im Bereich 20, 30 Milliampere, glaube ich, haben wir angesetzt gehabt, oder? Kann ich mich nur vage daran erinnern. Wir hatten 48 Volt minus die 1,2, haben wir gesagt, egal. Das habe ich mir auch immer gedacht, soll was. Und dann sitzt doch wieder im Wohnzimmer oder keine Ahnung wo und denkst du so, ah, ist der Druck schon fertig? Ah, wie druckt er gerade? Ah, ich will zugucken. Die 1,2 Volt haben wir gesagt, die ignorieren wir, weil 48 mit 1,2 ist 48 immer noch nach wie vor unverändert. So, jetzt muss ich mal ganz schnell hier den Taschenrechner uns rüberziehen. Und dann haben wir gesagt, 48 Volt und ja, nehmen wir 30 Milliampere oder sowas her. R gleich U durch I. Haben wir mit dem Ohmschen Gesetz gerechnet, 48 durch 0,003. Oder was haben wir genommen? Na, 1600 haben wir nicht rausgekriegt. 1600 haben wir nicht rausgekriegt. Was haben wir genommen? Haben wir die 5 Milliampere genommen gehabt? Ich glaube, 5 Milliampere haben wir genommen, ne? Den Wert da. Ich glaube, den haben wir genommen, weil wir eh Null Durchgangsdetection haben und eh in dem Quartal schalten sollten, glaube ich. Bedeutet 5 mA reichen, dass er zündet. Dann haben wir die 10K. Er zündet aber nicht zuverlässig, also klappt es scheinbar doch nicht. Ich habe jetzt drin, jetzt muss ich mal ganz schnell spicken, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe gerade drin, ist das ein. Es ist ein komischer Wert, den er drin hat. Da habe ich nichts anderes gehabt, scheinbar. Widerstand, Farbcode. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, den komischen Code da. Und zwar Orange-Weiß. Weiß ist 9. Okay, 3, 9 und Rot. 3900 Ohm habe ich gerade drin. Echt? Ist das 3K9? Orange, Weiß, Rot tatsächlich. Ich habe jetzt 3K9 drin, weil 4K7 hat nicht wirklich funktioniert. Mit 3K9 funktioniert es sehr zuverlässig. Ja, ich habe mir heute nochmal umgelötet, soll was. Ich war heute schon fleißig. Ich habe heute hier schon ein bisschen rumgebastelt, wie man unschwer erkennen kann. Mir lässt sowas dann keine Ruhe, deswegen ist es mir gar nicht mal so unrecht, dass wir heute gleich weitermachen, weil sonst müsste ich bis nächste Woche warten und das ist mühsam. Er flappt, er hat auf 15 jetzt umgeschalten, also es funktioniert auch wirklich einwandfrei. 3K9 habe ich drin. Bei 3K9 haben wir dann einen Strom von 48 durch 3900 von 12 Milliampere. Das heißt, wir sind da in dem Bereich. Also 35 wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, würde ich mal tippen. 35 Milliampere, dass er wirklich zuverlässig schaltet und macht und tut. Nee, 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 soll was. Das brennt uns direkt ab. Bottis haben überhaupt keine Leistung. Da haben wir direkt wieder Brand, Feuer, Flammen und so weiter. 48 durch 0,035. Also wahrscheinlich wären wir wirklich so in dem Bereich. Ja, das könnte man nehmen, 1K.
1K2 oder 1K. 2K2 wird wahrscheinlich auch noch gehen. Angenommen, wir nehmen einen 2K2-Widerstand. Kevin, grüß dich. Dann haben wir ja P gleich U mal I. Die Leistung, die abfällt. Wir haben 48 Volt mal 0,035 Ampere. Dann sind wir bei 1,68 Watt. Das ist schon echt ein Problemchen. Deswegen wäre eigentlich der 3K9 gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir aber 48 mal den Strom. Dann sind wir auch bei 0,6 Watt. Also selbst wenn man 3K9 reinbauen würden, sind wir bei ja, 0,6 Watt. Also er wird schon gut heiß. Druckt er jetzt schon? Ja, es klingt so. Schauen wir mal rein. Ja, irgendwas macht er. Was auch immer. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das heißt, wir sind da schon bei, ja, wir sind jetzt schon doppelt so hoch. Also im Prinzip, also große Leistungspotties gehen natürlich. Und wir bräuchten halt schon einen Watt Widerstand. Muss ich mal ins Elela reinschauen, ob ich irgendwie einen Widerstand habe mit mehr Leistung. Elela. Das wäre jetzt interessant, ob ich da was habe. Ein Watt oder so. 330 Ohm und 360 Ohm. Ein bisschen zu wenig. 2 Watt. Auch nicht. Audio. Dings hätten wir. Da haben wir nichts. Wenn wir da mal reinschauen. Oder wenn wir mal Leistung eingeben. Kommt sowieso nichts. R. Passt nicht auf die PCB. Ja, das stimmt. Da muss ich da recht geben. Ist eher ein bisschen knapp dann. So, da haben wir Widerstand. Das sind alles SMD-Widerstände, die gehen sowieso nicht. Aber wir können ja mal eingeben 3K9. Ja, eher nett, ne, wenn es nur 6 und 3 und so weiter ist. 3K6 habe ich keinen. 4K7 ist fast schon zu wenig. Aber selbst da habe ich nur normalen 0,85 und 6,03. Da haben wir auch nichts da. Ja, ist auch nicht so. Also wenn, dann würde sie parallel hängen, denke ich mal. Also vermutlich werden, aber da eigentlich bräuchte man mehr. Weißt, wir haben ja 0, wir haben ja, Tobi, wir haben ja 0,6 Watt und 0,25 Watt hat dann. Also eigentlich müsste er 3 parallel hängen. Ich könnte allerdings, wenn man jetzt 48 durch 3 machen, mal mal, nimm bitte das oben. Ne, macht er nicht mehr, danke. Mal 48. Sind wir auch in dem Bereich. Wir können nämlich 3 10K parallel machen. Wenn ich so viel 10K da habe. Das ist ja immer so die Hauptfrage. Ne, habe ich wieder nicht. Habe ich genau einen da und der hat ein Zehntel Watt. Weil dann hätten wir 3333 periodisch Ohm, dann würde er auf jeden Fall schalten, aber nicht ideal. Nicht ganz ideal, so wie ich es gerne hätte. Aber das kriegen wir schon irgendwie hingemurkst. Also ich hätte jetzt fast gesagt, der brennt momentan ja auch nicht ab, der wird einfach heiß. Ich würde es jetzt erstmal grob so lassen. Wie man es dann im End. In der Endschaltung machen. Wir können ja mal schauen, was es da gäbe. Den braucht man eh nicht mehr. Wenn wir mal da reinschauen. Passive Elemente. THT.
Leistungswiderstände. Haben wir gesagt, 3K, 3 oder irgendwie sowas wäre eigentlich ideal. Um, 3K3, viel gibt es da nicht bei den Leistungswiderständen, da haben wir eh relativ schnell. 3K3 gibt es zum Glück viele. Und lieferbar wäre gut. Will ich nicht, nee, nicht mehr 25 Watt-Typen zeigen. Nein, nein, nein. Zeig mal irgendwas Normales, bitte, lieber TME. 50 Watt. Und ihr wart schuld. Genau, Tobi. Genau, am Ende reiß ich ihn wieder raus, den Armen. 5 Watt hätten wir hier. Ja, aber wir haben hier gar keine 2 Watt. Wir können ihm einfach mal 2 Watt geben und schauen, was für Werte das wir dann haben. Da haben wir nämlich so hochohmig. Achso, ne, der sortiert nicht so gut. Da hätten wir 4K7, das reicht uns nicht. Wir hätten 2K, was uns reichen würde. Wenn wir aber 2K nehmen, haben wir 48 mal 48 durch 2000. Da haben wir schon 1,15 Watt. Ich mache jetzt U Quadrat durch R, weil ich mag jetzt nicht immer das über ein I umbiegen. Also da haben wir Pech, da gibt es nichts mit 2 Watt. Was haben wir mit 2,5 und 3 Watt? Schauen wir mal. Da hätten wir 2K7. Oh ne, definitiv nicht. Er wäre echt so einen 5 Watt-Typ nehmen müssen, oder? Seht ihr das auch wie ich? Es wird nichts übrig bleiben, wir können einfach aufstellen. Dann stört es uns nicht so. Mal aufgestellt da reinstecken und dann passt das Ganze. Weil da hätten wir 3K3 in Keramik. Ich meine, die kosten nichts, die Dinger, ne? Dann sehen wir so einen vor. 3K3, 5 Watt, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und nochmal nach Korrektur rechnen. 48 mal 48 durch 3300. Da sind wir bei 0,7 Watt. Das heißt, der lacht uns dann aus. Perfekt. Gefällt mir. Der 1K Pulldown kann bleiben. Der stört uns nicht. Wir könnten ihn vielleicht sogar auf der Rückseite montieren, ne? Haben wir, glaube ich, auch noch ganz schön Platz. Ja, dann könnte man vielleicht sogar auf der Rückseite löten, dann ist das Ganze nur gechillter. So, jetzt schauen wir mal ihn derweil schnell an, was er macht. Er druckt brav vor sich hin. Dann haben wir das zweite Gehäuse dann auch. Er macht es schon brav, ne? Er ist schon gut, da der 3D-Drucker. Und das Ganze mit Carbonfaser verstärkt. Unglaublich. Ich schreibe jetzt da einfach mal rein. 3K3 min 2 Watt. Das ist schon geil, soll was, ne? Also das ist jetzt quasi Originalgeschwindigkeit. Könnt den noch, also ich bin jetzt ja hier bei Gerät da drüben irgendwo. Man kann irgendwo diese Geschwindigkeit hier einstellen. Hier glaube ich. Ich bin jetzt ja auf Standard. Man könnte jetzt hin auf Sport oder auf verrückt umschalten. Dann ist er nochmal um ein gut Stück schneller. Zu Lasten der Druckqualität, aber ich bin schon begeistert, wie schnell der Druck da. Ich meine, so ein Ding in 10 Minuten raushauen, das ist schon echt nicht schlecht. Das ist schon echt nicht schlecht. Von dem her, das passt. So, dann haben wir das hier schon mal geändert. Habe ich einen Footprint für einen Leistungswiderstand drin? 2 Pins, Äppli, R 1 Watt, R 5 Watt Zement. Hammer. Müsste genau der sein, ne?
Schauen wir mal an. Weil dann klatschen wir den gleich rein. Datasheet. So, wir haben eine Länge bei 5 Watt von 22 und da haben wir hoffentlich minus 11. Ja, passt, ist genau der. Perfetto. Dann tun wir hier nämlich Replace Part. Tun nicht ein Viertel Watt Generic, sondern geben dem 3K3 gibt's. Also unter Normal. Und der THT gehen die auch mit der mit die Leistungszahlen. Ah, gibt es auch bis 2 Watt. Okay. Okay. Gut, dass du nachschaust, Andi, danke. 2 Watt, 3K3. Ja. Ja, auf Lager. Sind die auch alle? Ich meine, da 100 Stück werde ich nicht nehmen. 20 Stück, wobei da wahrscheinlich 100 Stück um doch 11, 21 Cent mehr kosten. Aber da sparen wir uns ein bisschen Platz. Ne? Dann nehmen wir, schauen wir mal die da an und schauen, ob ich dann, habe ich da ein Package gehabt? Habt ihr vorher aufgepasst? Wer hat aufgepasst? Wer hat aufgepasst? Ich habe ein Watabi handlötbar. Dann kopieren wir das in einfach 2 Watt handlötbar und bearbeiten das Ganze. Dann schauen wir mal, was uns empfehlen. Wir haben eine Länge bei 2 Watt von 15 mm. Was hat der andere jetzt gehabt? 22, 7 mm. Also so viel. So viel ist gar nicht Unterschied, möchte ich mal gesagt haben. Länge von 15, das heißt, der muss hier bei minus 7,5 sein. Und plus 7,5. Das wird jetzt komplett explodieren, habe ich mal gedacht. Oh, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt gerade. Normalerweise eskalieren so Kurven völlig, wenn man die verschieben versucht. Na, man kann ja mal Glück haben. So, minus 7,5. Minus 7,5. Zack, zack, zack. Nicht doppelklicken, einmal klicken, kurz warten, nochmal klicken. N für nächstes Bauteil auswählen. So, wenn wir da die Drähte runterbiegen, minus 8,98, dann gehen wir auf minus 10 und plus 10, dann haben wir auf jeden Fall einen schönen Biegeradius und alles. Das schieben wir da raus. Das auch. Das da und das da. So. Gefällt uns, oder? Mir gefällt's. Ja, es ist wundervoll. Bisschen weiter rein müssten wir fast mit dem, ne, damit es optisch passt. So, speichern und schließen. Und jetzt machen wir das. Jetzt tun wir nicht lang rum. Jetzt tun wir hier auf I gehen und dann gehen wir auf Component und sagen, wir ändern den Footprint und da klatschen wir ihm jetzt Footprint, da klatschen wir ihm jetzt, würde ich gern, darf ich nicht, ich wollte murksen, er lässt mich nicht murksen. Schade. Schade. Dann legen wir an Wizard weiter. R-2 Watt Generic.
Resistor 2 Watt. Weiter. Dann haben wir hier irgendwo R 2 Watt. Hand. Weiter. Weiter. Dann kriegt er noch ein R als Schaltsymbol. Weiter. Weiter. Passiv. Close. Fertig. Dann machen wir hier Replace Part. Und machen hier einen Net Same Footprint, einen R 2 Watt Generic. Okay. Keep Attribute Values. Replace. Und da sind wir. Jetzt können wir hier nämlich hinschreiben: Component 3K3. 2 Watt. Jetzt ist nämlich wirklich ein 2 Watt Widerstand. Er ist fertig. Er hat gedruckt. Cool. So schnell ist der. Bin immer wieder total begeistert. Kann uns schon gleich holen, das Teil. Haben wir schon da, ne? So schnell geht's. Und schön ist auch noch. Und schön ist auch noch. Perfekt. Gefällt mir? Taugt mir? Hat sich wieder rentiert, der Bambulab. So, können wir das aber schließen. Wir speichern dann nichts. Also, den haben wir jetzt drin. Speichern. Haben wir den schon angepasst? Ja, haben wir gedreht. Ne? Der geht jetzt richtig nach unten raus. Das passt. Die Frage ist, ob wir flap flap, wir müssen damit die 48 Volt zu dem Widerstand hin, zum Triac hin und vom Triac gehen wir zu dem Widerstand hier. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob es nicht gescheiterer war, hat, wenn ich, aber das macht keinen Sinn. Im Originalschaltplan von dem Mock ist ja der Widerstand hier drin. Ob ich ihn vorne reinklatsche, aber da müsste man quasi hier dazwischen reinkriegen. Und das wird dann wieder schwierig. Von dem her glaube ich, lassen wir es so. Bitzwab, grüß dich. Ja, ich streame echt dreimal die Woche momentan. Ne? Also geht schon gut weiter. Geht schon was dahin. Das macht keinen Sinn, wenn wir da dazwischen reinmachen, glaube ich. Das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das Sinn macht, wenn der jetzt größer ist, weil ich glaube, dass man dann hier links und rechts vom Triac auf der Unterseite montieren können. Aber das werden wir gleich sehen, wie viel größer der ist. Synchronized Designs, okay, Update PCB und puff macht's. Ja, genauso wie gesagt, da kriegen wir genau zwischen dem Triac rein, wenn man auf die Unterseite klatschen. So, jetzt tun wir mal Tools, Clear Templates, Clear All. Dann tun wir den mal abschließen, dass da nicht irgendwas zu behängt. Dann das Via weg, das Ding weg. Ich hätte gesagt, es geht sich aus hier dazwischen, ne? Sind ja keine Deppen, was Löten ablangt. Wir sind ja eigentlich die besten Löterer der Welt, von dem her kriegen wir das locker hin. Dann klatschen wir ihn auf die Unterseite, weil haben wir auch Platz ohne Ende. Ah, Huckepack drüber, das schaut nicht gut aus. Und wir haben ein Pi auf der Unterseite, von dem her stört mir das jetzt nicht, wenn da noch ein Widerstand auf der Unterseite ist. Das müssen wir sowieso auftrennen. Das müssen wir auftrennen, das trennen wir auf. Dann Steuerung Shift O. Der Widerstand kommt dann hier hin. Das trennen wir auf. Dann hätte ich gesagt, da geht der Motor dran. Den gehen wir da hoch. So, und den gehen wir auf der Unterseite
Reicht der 25er, ist ein kleiner Pulldown-Widerstand. Da reicht uns auch der 25er. Und dann können wir von dem nämlich direkt hier mit der Leitung durch rein. So und so. Mit dem können wir oben rumgehen mit der 50er Leitung. Nämlich einfach so. Lord Klee, grüß dich. Und die 48 Volt hier können wir mit einer 50er Leitung uns von hier holen. Ja. Dann würde ich gerne, weil das habe ich nämlich vergessen. Top Silk. Unsere Top-Donator-Menschen, unsere Lieben. Den Mac Blume und den Jimmy Joker irgendwo da in die Ecke treiben. So und so. Weil ich eigentlich gerne, die klatschen wir da mit rein. Den klatschen wir da mit rein und zwar vor den Pin 4. Gate ist rechts und nicht Mitte. Na, Gate ist immer, ist hier definitiv, ja, Gate ist rechts. Das passt, Standard. MT1, MT2, Gate. Andi. Das ist der einzige Pin, den wir gestern nicht verändern haben müssen. Der da oben, weil Gate haben wir richtig gehabt. Da habt ihr aufgepasst. So. Ich möchte nämlich vor dem 24 Volt Netzteil Pin 4 da dazwischen haben wir ja gesagt Connector oder wo habe ich den drin? Solder Jumper. PIC. Da dazwischen hätte ich gern einen Lötjumper, Update PCB. Weil ich gern die 48 Volt aktivieren und deaktivieren können möchte. Fände ich ganz geschickt. Dann kann man mit dem Lötjumper einfach die 48 Volt rausnehmen für oben, weil dann kann man nämlich einstellen, will ich die 5 Volt von dem haben oder hole ich es vom USB. Ja, Gate kommt vom Mock. Du gehst mit dem Mock auf den Widerstand da und dann hier rüber zum Gate. Und einmal der Pulldown vom Gate Richtung 48 Volt neutral. Das ist Mock-Ausgang, Mock-Eingang. Passt genau. So, lässt er mir hier, ja. Genau, haben wir jetzt einen dicken, fetten R drin. Genau. Da brauchen wir jetzt aber auch kein weiß Gott, wie krasse Leitung hier rüber, ne? Sieht es auch aus, ja. Da reicht unsere 16er Leitung. Würde ich bei der im Übrigen auch ändern. Wollen wir nicht übertreiben. Da geht ja keine Leistung hoch. Reicht so auch. Dücke. Wenn wir die hier hinfahren würden, wäre es sogar noch richtig schön, aber es wird überbewertet, habe ich gehört. Dann können wir uns den nur einen Tick runterziehen, nämlich wenn wir das ein bisschen dünner machen. Dann kommen wir leichter zum Löten zu. So. Den müssen wir halt verlöten. Wenn wir den nicht verlöten, dann. Aber da merken wir uns, das merken wir uns schon. Das fällt uns dann schon auf, wenn es nicht funktioniert, hätte ich gesagt. So, das hier gleich Abstand machen. Und dann schaut das schon gar nicht mehr so schlecht aus, hätte ich gesagt, oder? Also, ich finde das super. Den drehen wir jetzt um. Dass wir eine gerade Linie haben. Und dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus.
Der Chat hat sowieso nicht aufgepasst. Wenn irgendwas nicht geht, seid sowieso ihr wieder schuld. Das ist ja eh schon klar. Da braucht man gar nicht drüber reden. Das wissen wir ja eh schon. Aber nur, dass er gesagt ist. Und Leute, was fehlt noch? Wenn der Chat so brav aufpasst, was müssen wir noch hinzufügen? Was fehlt noch? Ich weiß es. Weiß der Chat das auch noch? Haben wir einen drin gehabt? Da ist schon einer. Pull-up-Widerstände für ein I Quadrat C braucht man noch. Ich glaube, 1K haben wir drin, oder? Haben wir 1K rein? Ich glaube schon. Irgendwie sowas. Pull-ups für ein I Quadrat C, sonst heult es wieder rum, das kleine Kind von Raspberry Pi. Kriegen wir jetzt irgendwie schön hin? Nee, oder? Ja, hier. Nicht schön, aber wir kriegen es hier hin. Da und da. Da und. Nee, ich hätte gern, so wie das gehört, orthogonal. Danke dafür. So. Pull-ups brauchen wir. 1K haben wir drin gehabt. Synchronized Designs. Update PCB. Und ich habe auch schon eine Idee, wo wir die zwei hinklatschen. Und zwar da oben einfach. Weil da haben wir Platz. Abend, Yeti. Weil 3,3 Volt haben wir hier auch. Dann klatschen wir einfach da oben irgendwo hin. Ich überlege gerade, weil unten haben wir es einfach nicht Platz beim Mock, gell? Es wird einfach zu knapp. Das wird uns zu knapp. Na, das gefällt mir dann auch nicht. Aber oben gefällt es mir gerade auch nicht, weil hier können wir nicht nah dran, weil hier haben wir einen Schraubenkopf. Auch nicht schön. Dann hauen wir es da oben rein. Tun wir es ganz da oben rein. Ist dann halt so, der passt dann eh schon. Und der passt dann auch. So. Besser ist das. Tun wir das Via noch ein bisschen runter, dass nicht die Schrift abschneidet. Nur eins, damit es dann hier bündig ist. Perfekt. Sven, Hammer, schon drin. Waren wir schon fleißig. Haben wir hier drin. 5 Volt Brennung, Pull-up-Widerstände da oben. Den haben wir umgedreht, da müssen wir jetzt das auch nochmal anpassen. Da fehlt uns jetzt die Beschriftung, aber den kriegen wir noch hoch, ne? Den können wir hier noch ein bisschen hoch machen, den da. Da kollidieren wir ja mit nichts. Ne, da kollidieren wir mit nichts, weil das passt so. Gut, weil die Beschriftung brauchen wir, damit wir wissen, was wir wie, wo anschließen. Ja, UART, RX, TX, hat eigentlich alles gepasst. Ne? Sonst war das schon. Auch die blaue LED funktioniert einwandfrei und so, die wir drin haben. Schaut echt gut aus soweit. Schaut echt gut aus soweit. Dann haben wir das. Weil dann haben wir fertige Platine. Wie gesagt, vielleicht stell das mal mit. Ich werde aber die zweite, die wir jetzt aufbauen, definitiv auch mit Dremel und Co. arbeiten. Ja, so schlimm ist das nicht, Bitswap. Da hast du halt dann, keine Ahnung, 10 Schichten oder so. 8 Schichten, 10 Schichten beim Mainboard. Ist dann eigentlich voll gechillt, weil du hast einen Haufen Masse und Spannungsversorgungen. Da musst du jetzt bloß keine Gedanken mehr machen, sondern hast überall Masse und Spannungsversorgung. Gratis. Dann schauen wir uns das mal an, wie es ausschaut.
Ja, Bitswap, das haben wir ja im USB-3-Hub, den wir mal im Stream gebaut haben, haben wir ja genau sowas gehabt. So, der dicke Knuppel da unten. Ja, da ist ja nichts, wo er im Weg wäre oder anstehen würde und nichts. Ja, glaube, das tut nicht schier. Glaube, das passt. So, dann Utilities, pur Copper, Apply to All. Dann haben wir auch die Kupferflächen wieder drin. Dann schauen wir mal auf Top Signals Only. Ja, haben wir da Vias rein, dass zumindest das Kupfer da geflutet ist, ne? Das nicht ganz so wild ausschaut. Signals Only. So. Das passt. Da haben wir da die Verbindung da hoch, haben wir auch. Den Widerstand tun wir eins zurück. Widerstand habe ich gesagt. Top. Standard. Top. Danke. Den tun wir eins rüber. Utilities pur Copper, Apply to All. Top Signals Only. Haben wir hier auch die Massefläche durchverbunden. Gefällt mir dann schon besser. Dann haben wir die da drin. Die tun wir auch um eins da nach oben. Haben wir die auch durchverbunden. Falscher Knopf. Apply. Signals only, gefällt mir dann auch besser. Dass wir da so komisch Masse Dings Gedöns jetzt haben, taugt mir nicht. Da haben wir dann ein Via rein. Da freuen wir uns dann auch beim Löten drüber über dieses Via, das weiß ich jetzt schon. Top Signals only. Das schaut gut aus. Der Lötjumper schaut gut aus. Sowas mag ich auch nie. Dann gehen wir das nochmal hoch. Urkopper, Top Signals. Und haben hier durchgängige Flächen. Wenn das so abgestackelt ist, wie so ein Sägezahn, das gefällt mir nicht. Mag ich so lieber. Bass, dann Bottom Signals. Da ist sowieso nicht viel. Schaut auch gut aus. Das gleiche Thema. So. Nein, ich will die nicht direkt drauflöten, ehrlich gesagt. Also, das ist mal, also direkt eine Himbeere drauflöten, die machen wir auf jeden Fall mit Buchsenleisten, weil wir haben ja auch das Problem, dass wir dann hier diese Stiftleisten weglassen müssten. Oh, Gesundheit. Dass wir hier diese Stiftleisten weglassen müssten. Und abzwicken, das taugt man dann wieder nicht. Und Buchsenleisten steckt man drauf, weil das ist einfach, wenn was kaputt geht, die ganzen Dinger da, danke, die ganzen Dinger wieder auslöten, da wirst du komplett kirre, glaube ich. Von dem her, den machen wir definitiv mit Buchsenleisten. Ja, da bleibe ich dabei. Ja, soweit. Soweit, soweit, würde ich mal sagen. Dann haben wir eigentlich das überarbeitet und fertig. Speichern. Das haben wir sowieso schon gespeichert. Mal was trinken. Nur die Möglichkeit geben. Ja, ich könnte schon. Wir könnten schon Edit Footprint. Viel Aufwand wäre es jetzt ja nicht so rein grundlegend. Wir haben ein Footprint von einem 40-Pin-Dipsockel übernommen, deswegen passt da ein Buchsenleiste rein, aber keine Stiftleiste, PCB Footprints.
STOB, Stiftleichter. Habe ich irgendwie ein Wirtteil wahrscheinlich für Stiftleichten, ne? Jetzt finde ich aus, wenn ich wüsste, was bei Wirt eine Stiftleiste ist. Footprints. Oder wie habe ich die genannt? Ist nett. Wie habe ich die genannt? Na, da kriegt man keine Wärme. Also man hat schon natürlich das ab und zu, dass man dann sieht im Prinzip, dass die Platine drunter braun wird oder dunkel wird. Hey, da habe ich es genannt. Das kann schon vorkommen durchwegs, aber da hätte jetzt keine Bedenken bei dem. Wir haben ja, er wird warm werden, aber nicht so, als dass das Probleme machen würde. Er ist ja größer, der Zementwiderstand, beziehungsweise der 2 Watt Widerstand. Das heißt, er hat mehr Fläche und gibt die Wärme einfach an die Luft ab. Darum geht es im Prinzip. Wir stellten hier auf Mill. Wir haben mal 1,1er Bohrung haben wir drin bei denen, wenn man 0,8er, wenn er jetzt 1,1er macht, dann explodiert es wahrscheinlich. Dann nehmen wir ein Oktagonal. Wie weit ist das? Round 1,1. Wie schaut das aus? So. Fällt mir nicht. Round 1,1. Handgelötet, besser. Dann machen wir die alle 1,1. Ich glaube, 1er wird auch reichen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man Dings machen mit Lüfter. Round 1 mm, wie schaut der aus? Ja, den kriegen wir gut gelötet. Style Round 1 mm. Pin-1-Markierung müssen wir ja gar nicht so haben, wie wir es gehabt haben. Es geht auch so. Flap. Den da. Reload from Library. Keep Styles, Positions, Values. Und gib ihm Perform Reload. Stilitis, Pure Copper, Apply to All. So, jetzt haben wir nämlich da Top Signals Only. Jetzt haben wir eine potenzielle Möglichkeit, dass wir da einen. Warum habe ich das eigentlich? Aber wenn wir da. Nee, wenn wir da Platz brauchen. Ja, alles gut. Aber jetzt haben wir da eine potenzielle Möglichkeit, dass wir auch direkt einlöten würden, wenn man. Wenn man denn einlöten möchte. Warum auch immer man sowas möchte. Perfetto. Der Properties Footprint Pet also kann ich hier Pet. Wie habe ich es genannt? Nix, Notepad. Übernehmen, okay. Bottom Silk, na, waren genau die. Habe ich sogar zufällig die richtigen erwischt. Standard, Utilities, Pure Copper, Apply to All. So haben wir das auch wieder. Ah, sehr schön. Also im Zweifel kriegen wir auch direkt draufgelötet, wenn es hart auf hart kommt. Dann speichern, dann fertig. Ich habe drüben jetzt den anderen Widerstand drin. Ich werde auch für die neue Variante, die wir bauen, den 3K9 war es, glaube ich, einlöten. Er fängt nicht brennen an. Und es funktioniert. Und
Von dem her glaube ich, könnte das Ganze hinhauen. Ich habe heute ein bisschen probiert, er sagt 55, es passt wirklich. Ich sage, gerade jetzt hat er umgeschalten auf 56. Ich habe jetzt ein bisschen ein Stream Delay drin. Er macht es wirklich enorm, enorm gut. Was er gemacht hat, das habe ich jetzt mal geändert. Wir fragen ihn ja ab, wenn der Button gedrückt ist, also unsere Nullpunktkalibrierung. Und die fragt er, weil wir hier irgendwo Sleep 1 drin haben, nur alle Sekunden ab. Das finde ich jetzt so, wie es ist. Ich wollte eigentlich noch was umprogrammieren, aber ich finde es so, wie es jetzt ist, total praktisch. Putti, Raspberry. Warum darf ich nicht auf. Ach so, ich habe ja das Zeugs um Gerätemanager. Ich habe ja das Zeugs da umgemodelt. Wahrscheinlich heißt er nicht mehr COM7, sondern er heißt COM. 8 vielleicht, oder? COM 8. Er heißt COM 8. Putin. Put, 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 put. Raspberry Load. Du bist jetzt COM 8 und Save. Raspberry. Wir haben ja die Anzeige jetzt da drin. Und immer wenn er das anzeigt, ist quasi diese Sekunde danach fällig. Und man muss jetzt quasi die Nulltaste gedrückt halten und genau quasi nicht in dieser Sleepzeit. Diese Sleepzeit muss man überall gedrückt halten. Und dann macht er eine Nullpunktkalibrierung. Finde ich insofern jetzt deswegen alles ganz cool, weil er nämlich an sich. Man hat quasi eine Minute Zeit. Also ich würde jetzt, wenn ich den Nullpunkt kalibrieren möchte, würde jetzt warten. Ich sehe jetzt, okay, 57, 58. Er schaltet jetzt um, die Faltblattanzeige. Dann drehe ich sie jetzt auf 0, halte den Knopf gedrückt, 1, 2, 3 Sekunden und dann übernimmt er einen neuen Nullpunkt. Das finde ich okay. Das reicht mal soweit. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht. Also das finde ich für mich okay. Ich dachte, ich mache eine Funktion mit rein. Ich drücke erstmal den Null-Knopf, dann geht er quasi in so einen Kalibriermodus, wo er dann nicht weiterschaltet oder so. Aber er bleibt auf jeden Fall irgendwo stehen. Also auch wenn kein Nullpunkt kalibriert ist, bleibt er ja irgendwo eine Minute lang stehen. Stimmt dann halt nicht, aber das macht ja nichts. Hätte ich gesagt, das passt. Das finde ich so okay. Das kriegen wir so weit hin. Was ich jetzt geändert habe heute am Code, weil ich es gesehen habe, dass er da irgendwie interessante Dinge gemacht hat. Wir haben ja diese Möglichkeit Calibrate Zero Point, die haben wir da oben irgendwo, Calibrate Zero Point. Und da habe ich heute gesehen, wenn ich die Funktion aufgerufen habe, war der erste Wert, den er gegeben hat, der war komisch. Also der hat nicht gepasst, das war ein komischer Wert. Das heißt, apropos bin ich noch bei Just Chatting, ne, möchte ich noch mal kurz bemerkt haben. Keiner merkt's. Der erste Wert war Müll, den er dargestellt hat. Erst, wo ich das zweite Mal gedrückt habe, da hat er dann zuverlässig einen gültigen Wert gebracht. Ich weiß nicht, vielleicht speichert der irgendwas zwischen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich mache jetzt einfach eine Messung und verwerfe die wieder. Mache dann noch eine Messung und Achtung, ich habe hier Komma 10 dazu geschrieben und dann gescheit glätten. Wir haben nämlich diese Average Magnetic Field Funktion. Da oben irgendwo, hier. Und da will er einen Sensor haben und die Nummer der Samples. Wir machen drei Samples standardmäßig, also er glättet über drei Messwerte. Jetzt ist er 2 überküpft. Jetzt hat er das Leerblatt übersprungen, ist jetzt bei 0,0. Es geht echt so gut, so irre gut. Wir haben hier num-samples gleich 3, standardmäßig, wenn wir nichts angeben. Für die Glättung an sich habe ich jetzt gesagt, er soll über 10 Werte glätten, weil das muss ja nicht so schnell gehen, wie wenn er durchdreht. Und das muss ja nicht, genau, das soll ja genau, möglichst genau sein. Und die Werte, die rauskommen, die sind, glaube ich, auch auf Kommastelle genau soweit. Also das passt wirklich gut. Wir können es uns mal anschauen schnell, weil wir sind jetzt ja bei 0, wir haben ein paar Sekunden Zeit. Ich bleibe jetzt mal auf dem Taster drauf. Und er haut jetzt natürlich einen Exception Fault, weil ich ihn erst auswerfen hätte müssen, natürlich. Habe ich da nicht dran gedacht.
So, haben wir ein paar Sekunden. Also er hat jetzt hier kalibriert 87,33, 87,38. Es passt genau. Ist jetzt auf 0,1 geküpft. Also es passt wirklich. Es passt. Und wie man sieht, er tut hier. Jetzt hüpft er nicht runter, scrollt leider weiter. Gescheit, nicht deppert. Genau. Also das funktioniert. Ich kann ja hier einmal, jetzt drückt, bleibe mal drauf, damit ihr es seht. Also die Werte, die weichen nicht viel ab. Also das passt genau, der glättet da schön drüber. Also das ist echt gar kein Thema. Das haut auf jeden Fall hin. Jetzt muss ich nur wieder auf den 100 drehen schnell und dann nochmal glätten. Ich fasse es nicht. So, bin ich schnell genug? Knopf treffen. So. Und flapp, flapp, ist auf der 2. Passt genau. Also es geht wirklich so gut. Bin so begeistert. Damit ihr es seht und wisst, was ich sage, ne, hier, wir sind auf der 2. Ich nehme die 2. Kannst du euch ja mal hier so hinlegen, damit ihr auch ungefähr sehen könnt, was passiert. Habt ja auch irgendwo noch mal in klein für euch. Das funktioniert jetzt wirklich. Es funktioniert. Ich bin soweit happy. Was ich jetzt noch reinprogrammieren möchte, weil wir das noch brauchen, ist, wir haben ja in der Config.json drin, also ich kann ja jetzt nicht schnell aufmachen, in der Config.json drin haben wir die Nullpunkt-Kalibrierungsspeichermaler drin. Das ist das Erste, was wir da drin speichern. Und das Zweite, was wir da drin speichern, aktuell. Und das war aber nur so ein Versuch, den ich hatte. Ich hüpfe auf die 3. Funktioniert, seht ihr es, ne? Jetzt muss ich mal schauen, im GitHub habe ich's. Flap, flap, Software, Config.json, öffne mit Notepad ++. Also er speichert den Nullpunkt, den er kalibriert. Und er speichert das Step Target. Step Target haben wir nur aus historischen Gründen drin. Deshalb am Anfang wollte ich ja eigentlich in der JSON drin definieren, wo er hinhüpft. Dass ich quasi da drin 7 einstellen und hüpft er auf Blatt 7. Das hat mittelgut funktioniert. Ich glaube, wir haben Step Target im Code gar nicht mehr drin mittlerweile. Also schon drin, aber nicht aus der Config raus. Genau, wir haben die nicht aus der Config raus. Die Step Target. Ich habe es jetzt schräg hingestellt, jetzt ist langsam, langsam runtergefallen. Das heißt, die Step Target brauchen wir in der JSON-Datei drin schon gar nicht mehr. Ich würde das Ding nicht Step Target nennen, sondern ich würde das Ding Steps nennen. Und daraus würde ich gern, wir haben ja irgendwo. Wir haben ja irgendwo unsere 62 drin. Seth Tuna, vielen Dank für den Follow. Ich habe ja irgendwo die 62 drin in unserer Berechnung. Da rechnet er unsere Stufen aus. Wir haben ja bei der Minutenanzeige 62 Stufen. Also die, was meinst du, Andi? 50, nicht 00? Hä? Was? Wovon redest du? Wir haben hier 62. Ne, das war einfach, das haben wir drin gehabt. Das war einfach, was wir drin gehabt haben. Wir haben hier die 62, wir müssen die 360 Grad in 62er Stufen unterteilen, weil wir ja 62 Stufen drin haben. Ich würde das hier gerne bei Steps oder so reinschreiben. Wobei ich da vermutlich sogar am ehesten, also da würde ich am ehesten 62 reinschreiben als Steps. Oder wenn wir eine Stundenanzeige haben, wie viel hat eine Stundenanzeige? Aber das habe ich aufgeschrieben.
weiß ich nämlich gerade nicht mehr auswendig. Der hat irgendwie 30 oder so, oder? 40 Blätter hat die Stundenanzeige. Fürs Liegen bleiben. Jetzt schreiben wir hier einen Code rein. 62 Blätter Minutenanzeige, 40 Blätter Stunden. Habe jetzt 40 gesagt, oder? Ich glaube, dass ich 40 gesagt habe. Jetzt wieder instant vergessen habe. Beim Tippen. Ja, 40 Blätter hat die Anzeige. Genau. Und da bin ich gerade am Überlegen, entweder wir geben ihm die Steps vor oder wir geben ihm den Typ vor. Sozusagen Typ, Minute oder Stunde. Ich glaube, Chat hat aufgepasst, zumindest der Andi hat aufgepasst. Ich glaube, wenn wir Steps, einfach Steps vorgeben, glaube ich, reicht es auch. Jetzt muss ich nur schnell schauen. Jetzt holen wir uns mal eine Stundenanzeige her, weil ich gerade nicht mehr weiß, das haben wir schon wieder verdrängt, ob wir bei der Leerblätter drin haben. Das weiß ich gerade nicht mehr. So, ihr könnt es hier, glaube ich, theoretisch, wenn es Glück habt, wenn das jetzt nur geht, ne, die geht natürlich nicht mehr, weil ich USB komplett verschossen habe. Dann schauen wir mal 0. Ihr könnt es nicht zugucken, ihr müsst es mal glauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 Blätter, wir sind wieder bei der 0. Wir haben keine Leerblätter drin. Da geht es nämlich jetzt um die Thematik, wir tun ja hier unten if step target größer 30, dann tun wir ja 1 dazu zählen. Da müssen wir halt dann noch ein und wenn Steps gleich 62 oder so dazu machen. 40 Blätter, 24 Stunden, also ja. Weil zwischen 30 und 31 ein Leerblatt drin ist. Deswegen, Tobi. Weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber sie haben ein Leerblatt zwischen 30 und 31 drin. Wir haben irgendwo Load Config, heißt es, glaube ich. Load Config Global Calibrated Zero Angel und wir nennen es jetzt Global Steps oder nennen es nicht Steps, wir nennen es Pages. Pages gefällt mir besser. Wir nennen es Pages. Und wir schreiben config json load, Steuerung C, Steuerung V und da tun wir Pages rein. Genau, 0 bis 59. Also 0 bis 59 sind 60. Wir haben hinterm 59er Leerblatt und wir haben hinterm 30er Leerblatt, also 62. Pages gleich config get. Pages, wenn nichts hinterlegt ist, soll er einen Standardwert nehmen und wir sagen jetzt einfach mal 20, dass er 20 Blätter hat. Konfiguration geladen, Anzahl Blätter gleich Pages. Und das müssen wir natürlich auch Pages nennen. Können wir hier so weit zurückscrollen? Kann ich hier irgendwie sagen, er soll nicht mehr scrollen? Kriege ich das irgendwie, kriege ich nicht weg, ne? Stop scrolling.
Break. Nee, das wird's nicht sein. Das nicht gerade aufgehört scrollen. Ah, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ist auch okay. Ich wollte nämlich hochscrollen, weil irgendwo haben wir ja vorher kalibriert. Ich hoffe, ich kann so weit scrollen. Da haben wir kalibriert. 91,43. Da vorne hat das geladen gehabt. Wir können es einfach nochmal neu starten und laden. Nullpunkt geladen, 91,4311. 91,4311. Dass wir Nullpunkt drin haben. Jen, grüß dich. Haben wir nämlich einen Nullpunkt drin. Das müsste man nachher nochmal neu kalibrieren. Ja, kein Bock. So. Und dann sagen wir immer so, das ist jetzt noch hier, haben wir hier Pages. Ich hoffe, den Befehl gibt es in Python nicht, aber da wird er dann gleich jammern. Wir haben Pages und speichern müssen wir die Pages nicht. Aber ich glaube schon, weil wenn man nämlich. Aber wenn man es nämlich nicht. Speichern ist nicht drin. Wir müssen also. Also ich glaube, wir müssen speichern. Oder er macht die JSON Config Dump. Ah, da hat die macht er eh komplett. Okay. Okay, das macht er eh. Nee, macht er nicht. Hier müssen wir es dazugeben. Und Pages, Doppelpunkt, Pages. So, dann macht das. Jetzt macht das. Genau. Weil wenn wir es nämlich nicht speichern und er tut nur Nullpunktkalibrierung reinspeichern, dann löscht er uns jedes Mal die Pages weg. Deswegen so. Dann haben wir irgendwo die 62. Und da schreiben wir jetzt rein Pages. Ich hoffe, er findet die Global. Weil er hat ja da unten irgendwo, wie ist denn das bei JSON? Der wird die Global schon finden, oder? Oder muss ihn wieder jedes Mal mitgeben? Muss man ihm jedes Mal mitgeben? Tops, Bobs, grüß dich. Dass er weiß, er braucht sie. Kann das sein? Da bin jetzt wieder in Python nicht gut genug drin. Geben wir es ihm hier einfach mit. Dann passt es. Dann hat das auf jeden Fall. Dann ist das kein Thema. Da haben wir das. Und wir brauchen es dann bei Set Dingsbums Gedans. Zack, zack, zack. Da wird das schon drin haben. Ne? If stat-Tabelle gleich über größer 30. Dann zählt der 1 dazu und das machen wir aber nur if Pages gleich 62. Dann soll er hier 1 hinzufügen und sonst einfach nicht. Sonst haben wir bei der Stundenanzeige mit 40er Problem. Könnte klappen, oder? Ich bin jetzt ja nicht der Python-Experte, aber so, jetzt tun wir hier mal schließen. Dann stecken wir mal aus und ein, damit wir auch Filesystem kriegen. Bütti, Raspberry, Error Writing Session Log, ASCII Mode to File Putty Log. Also, ja, das stört mich jetzt weniger. Er hat jetzt nicht übergesprungen und so, man sieht es oben, ne?
Es ist immer nur das Gleiche, von dem her, das passt soweit. Hat er wieder überknüpft, passt auch. Dann klappt es soweit. Jetzt müsste man eigentlich fast warten, bis 32 ist, aber das erleben wir heute auch noch. Das heißt, er hat das jetzt richtig gemacht. Er bricht die Dinger richtig runter. Er hat vermutlich nimmt er Break-Schick, ne, dann macht er Explosion. Er startet neu. Achso, und ich muss erst drüber laden. Ich bin noch dumm. Ich habe es noch kurz vergessen. Müssen wir noch rüberladen. Erst kriegt er mal die Config.json rüber. So, das funktioniert noch. Dann kriegt er den Code.python rüber. Und dann jammert er. 145 Pages. Muss ich da irgendwie ein Komma oder so machen, wahrscheinlich, oder? Wie schaut das in Python aus? Ich weiß es nicht. Trial und Error. Was ist ein Semikolon? Es ist ein. Es war ein Komma. Perfekt. 17 funktioniert noch. Er rechnet sie richtig runter. Wir schicken ihm mal ganz schnell ein Break. Er liest Konfiguration geladen 0.3194,4, das hat er übernommen. Anzahl Blätter 62, das hat er auch richtig übernommen. Somit geht es. Sind wir schon mal gut. Er wird auch das richtig machen mit ist gleich, ist gleich, dass wenn er über 31 ist, dass er ein Blatt dazu zählt. Bin dir ganz zuversichtlich. 18 hat wieder umgeschalten und das funktioniert jetzt echt gut. Das hat am Anfang nicht so gut funktioniert, wo ich es letztens getestet habe. Da hat er bei 35 bis 40 rum, hat das ein bisschen rumgesponnen und nicht genau gepasst. Das passt jetzt einwandfrei. Das heißt, da sind wir auf der richtigen Seite. Dann würde ich fast sagen, wäre es nicht verkehrt, wenn wir einfach jetzt nochmal einen auflöten, oder? Was sagt ihr? Ich weiß nur nicht, ob ich nur irgendwo einen Raspberry Pi habe. Wie viel Pico-W habe ich ihm bestellt? Jetzt muss ich mal ganz schnell da oben beim Moser reinschauen, wie viel Pico-W ich bestellt habe. Würde mich nämlich gerade interessieren. Warum bist du Englisch? Warum merkst du einfach nicht, dass ich in Deutschland bin? Deutsch. So, Konto und Bestellung. Buchsenleisten habe ich auch nicht. Nee, aber da kriege ich schon was her. Das ist kein Thema. Das ist kein Thema. So, jetzt müssen wir mal schnell in die Bestellungen schauen. Ich glaube nämlich fast, ich weiß nicht, habe ich ein oder zwei bestellt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das muss die Bestellung da gewesen sein. Pi 0W, einen habe ich bestellt. Ich habe. Nee, Pi Pico. Ist das ein Pico-W oder ein 0W? Nee, ist ein 0W, oder? Da ist schon ein 0W drin, oder? Oder? Pico? 0? 0. Pico? Pico-W haben wir drin. Pico-W. Da habe ich 4 Stück bestellt. Das heißt, da müssten. Wo welche sein? Also noch drei. Würde ich mal tippen. Ich schätze aber nur. Vielleicht verrechnen wir auch. Moment. Ja, drei müssten irgendwo rumliegen. Finden wir dann schon. Weil da hätte ich gesagt, löten wir jetzt nochmal eine Platine auf. Haben wir gestern ja auch schon erfolgreich hingekriegt. Und dann bauen wir die in der Stundenanzeige ein. Oder? Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem wundervollen Plan. Sagt es, dass nach einem Plan klingt. Dann können wir hier aber die Optilia wieder ausschalten dabei. Dann trinken wir noch einen Schluck Kaffee. Und dann machen wir hier noch Vollbild, dass ihr auch was seht, was ihr schreibt. Und dann gehen wir löten. Bis gleich.
Und was zu trinken nehme ich auch noch mit. Und die Bauteile nehme ich auch noch gleich mit. Wo waren die drin? Weil 20, glaube ich, ne? Ja, 20 war der Triak, ich glaube 26 war der Mock, oder? Oh, genial. Genialer ich. So, dann schauen wir mal da eine. Gut. Chaos hoch 10 hier noch am Start. Der Trafo wird im Übrigen enorm heiß, habe ich festgestellt. Also richtig heiß, ich weiß nicht warum, aber er wird heiß. Dann stecken wir das Zeug mal alles aus. Dann snacken wir unsere Platine. Und dann schauen wir mal, was wir da alles machen. Lötkolben habt ihr wieder oben. Nach dem einzig richtigen Plan. Jetzt gucke ich nochmal schnell hier links rein in die Schachteln, die ich da habe. Es könnte sein, dass ich da irgendwo die Picos drin habe. Bin mir gerade unsicher, wo ich die hingestopft habe. Die könnten irgendwo da mit reingewandert sein. Ja. Funkgerät. Nee. Nee, da schon mal nicht. Keine Ahnung, wo ich die dann wieder hin habe. Ich hatte mich im Hexenhaus dabei. Wir haben eigentlich im Hexenhaus mit dem Projekt angefangen. Keine Ahnung, findet man dann schon, wenn es dann hart auf hart kommt. So, zack, zack. Und da, da, da. So, wieder Umfrage machen, was für LED-Farbe das mal reinbauen. Oder machen wir wieder blau? Meine, eigentlich habe ich bei Prototypen aus historischen Gründen niemals zweimal die gleiche Farbe drin. Von dem her könnte man was anderes reinbauen. Wir brauchen Widerstände. Was haben wir da drin gehabt? Müssen wir doch die Schaltung aufmachen da drüben. Oh, flap, flap. Die 170 Ohm haben wir da drin. Zweimal. Rot passt besser zu blau. Dann packen wir rote rein diesmal. Ein bisschen Abwechslung haben hier am Start. So. Bisschen heller vielleicht, dass man was sieht. Danke. Dann haben wir hier 470 und da 470. Einmal, zweimal. Eine rote LED wollen es drin haben. Eine rote LED. Da. Sind im Übrigen so kleine Döschen bei Wirt bei den Design Kits. Und da hat man seine LEDs sind alles drin. Ganz viele davon. Für Muster und so weiter zum Aufbauen. So. Also da, dass man einen Einblick kriegt, wie viele LEDs da drin sind, verschiedene. Da oben sind die Bezeichnungen. Und da sind überall LEDs drin. Also 1206er, 0805, 0603, verschiedene Größen. Dann verschiedenfarbige, auch diese Hochleistungs-mehrfarbige, zweifarbige, dreifarbige. Und hier die bedrahteten mit klarer Linse, 3er, 5er. Das sind Reverse Mounts, so spezielle. Und hier mit farbigen Linsen, 3er und 5er. Man sieht, was da für coole Dinge gibt. Bin ja immer wieder begeistert tatsächlich von so Zeug. So, und eine zoomen. Xerik, grüß dich. Himbeerrot.
So, der grüne Knubbel, den man hier sieht, der da, ist Kathode und die ist hier mit dem Bestückdruck markiert. Das heißt, wir sind hier sogar schon direkt richtig. Zack. Ja, ist echt, die haben echt da gute Dinge, muss man schon sagen. Ich meine, das Design-Kit LEDs ist, glaube ich, nicht sonderlich günstig, aber man hat da lebenslange Nachfüll-Action und das ist halt schon cool, weil dann gerade zum Prototypenbau erleichtert das halt einiges. Ich würde gern da Lötzinn drauf haben, nicht auf meinem Lötspitze. Okay. Und die nochmal anlöten. So. Perfekt. Dann habe ich irgendwo da die Dinger mir hergenommen. Den da löten wir da drauf. Habe im Übrigen wieder ein Original-Mock eingelötet in die Platine. Das habe ich vorher gar nicht gezeigt. Hat auch total problemlos funktioniert. Also es lag definitiv daran, dass der falsche Widerstand und der Dingens falsch eingelötet war. So. Brauchen wir doch ein bisschen Flussmittel, ja. Das Pad nicht voll werden will, nützt das ja nichts. Na, zieh rüber. Mag er nicht. Mag er nicht. Dann zwinge man nicht zu seinem Glück. Da geht's auch. Und gehst dann da nicht. Weiß man nicht. Wenn man da nicht bis zum Eck raus fließen will. So, bevor wir den Rest auflöten hier, können wir dann ein bisschen Schnitzarbeit leisten. Und ich überlege echt, ob ich es heute tatsächlich mit dem Dremel machen soll. Aber ich glaube, da haben wir mit dem Messer gestern gute Arbeit geleistet. Hol ich das nochmal schnell. Heute geht es ja gut, heute haben wir keine Bauteile dran. Dann sieht man es auch besser. Wir haben den hier. Dann schlussendlich irgendwann durchtrennt, nachdem wir gemerkt haben, da haben wir was vergessen. So, einmal, zweimal und einmal von der Seite. Zweimal. So, schaut schon gut aus, oder? So viel Gefühl und Liebe, unglaublich. So, ja. Es ist definitiv durch. Hier haben wir durchtrennt gehabt. Wir hatten da durchtrennt. Zwischen da und daneben. Hoppala. Also, ist abgekugelt. Den habe ich aufgekratzt, weil da musste man nämlich. Jetzt aber da hinschauen, sonst sehe ich es nicht. Da haben wir nämlich angelötet. Oder sehe ich es da auch? Ah, doch, sehe ich sogar. Da haben wir nämlich was dran gelötet gehabt an der Fläche und das haben wir selber nicht gescheit fest erlötet. Deswegen habe ich hier abgekratzt gehabt. So, löten wir da gleich drüber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, eben Dremel einmal verkantet, Stefan, und dann Explosion. Lieber nicht, lieber nicht. So, das haben wir abgeschnitten gehabt und was hat man noch? Den da, glaube ich.
Oder? Glaubt der, da war es noch. Bin mir ziemlich sicher. Ja, dann sollten wir mal das Dingens da einschalten. Lass mal kurz warten, das nutzen wir und trinken mal was in der Zwischenzeit. Das Multimeter einschalten. Dann können wir nämlich nachmessen. Bigismo IC4 is optical isolation, ja. It's not necessary, but it's easier to use. So, dann muss ich hier, glaube ich, einmal kurz das deaktivieren und aktivieren, dann das funktioniert. Wenn es dann jemals gebootet haben hätte tun sollen. Jetzt ist gestartet. Zack, dann können wir es auch anzeigen. Anzeigen jetzt, bitte, danke. Why not anzeigen? Was die Seite nennt, hat eine neue IP-Adresse gekriegt. Heute mit Dings neu starten, nee, oder? Nö, sollte eigentlich schon da sein. Deaktivieren Quelle nicht sichtbar, okay, Quelle nicht sichtbar. Quelle sichtbar. Schaut man nochmal um. Bildschirm und Löplatz. Jetzt zeigt das an. Perfekt. So. Jetzt haben wir da oben unseren. Hier drüben wieder umschalten. 1000 Bildschirme und Zeugs. Und da wieder umschalten auf Vollbild. Zack. So. Haben wir wieder unser Multimeter da oben. Können wir jetzt nochmal durchkontrollieren. Zwischen da und 48 Volt dürfen wir keine Verbindung haben. Das passt. Macht es auch richtig. Zwischen da und da dürfen wir keine Verbindung mehr haben. Passt auch. Und zwischen da und da auch keine mehr. Und da auch keine. Ja, jetzt haben wir heute mal alle durchgemessen und funktioniert auch. Kaum misst man es richtig, funktioniert es auch wieder. So, dann kommt der drauf. Da tun wir aber wieder vorher gescheit Flussmittel unten drunter. So. Einigermaßen gerade drauf. Wir wollen es ja nicht wieder übertreiben mit dem Ganzen. Dann lassen wir es da wieder anständig einfließen, das Ganze. Macht's auch schön. Ich meine, der braucht eine anständige Kühlfläche. Der kann ja irgendwie nur 50 Ampere oder 60 ab oder so, glaube ich, ne? Also da müssen wir schon echt gescheit auf die Reserven achten. Bei dem Teil haben wir gesagt, dann kommen da die 3K9 rein und die 1K gegen unten. So, weißt du, warum ich mal Jeans anziehe, bevor ich streamen anfange und nicht nackt streamen? Ha.
Hätte ich wieder einen Instant-Bann an der Backe hier am Twitch-Stream. So, das ist jetzt eher grob schlechtig. Können wir wieder rauszoomen. 1K gegen Masse. Ist ja gut, wenn das Lötzchen da über die 230 Volt vom Netzteil drüber gehen. Ich glaube schon, das macht nichts. So. Und da. Und da. Und abgezwickt. Jetzt haben wir sogar alle durchgelötet diesmal, nicht nur 3 von 4. Dann haben wir noch ein Design Kit Switches. Kann ja mal sein, dass man da irgendwie einen anderen Motor einbaut, ja. Weiß man nicht, was die Leute da auf welche Ideen die da kommen, ne? So, wo haben wir jetzt die Tasten? Habe ich mir gestern schon blöd gesucht, oder wie war das? Ist das neue? Nee. Doch. Das Design Kit Switch alt. Da. Das da braucht man. Soll was, diese Gedanken mache ich mir, sobald ich den Raspberry gefunden habe. Weil den weiß ich momentan nicht mal, wo er ist. Von dem her. Das Problem noch in weiter Ferne für mich. So. Und da. Löt man nochmal nach. Perfetto. Dann haben wir das da alles drauf. Das da soweit drauf. Dann kommen wir zum I²C-Sensor. Habe ich zum Glück ja 5 Stück bestellt. Also wenn, dann sind sie sowieso alt, genau. Also von dem her muss man schauen, wo wir sie klauen. Finden wir schon was. So, dann tun wir den Chip drauf. Hi Mo, danke für den Follow. So, der Punkt muss dahin. Zack. Gescheit Flussmittel auf. Und geht dahin. Gestern habe ich mit der kleinen Lötspitze gelötet, im Übrigen. Ja, vielleicht heute auch kein Fehler. Aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. So. Und so. Und damit wir gleich Originalbedingungen herstellen, ein K haben wir gesagt, Pull-Ups. 1K Pull-Ups. 2 Stück. Zack, zack. Mit den Originalbedingungen herstellen. Schauen wir mal, wie sich das platztechnisch ausgeht da oben. Klatschen wir nämlich die Pull-Ups gleich hier drauf, hätte ich gesagt. Bei dem geht es auf jeden Fall. Zwischen da und da. Und da gehen wir von da rüber. Das müsste sie aber ausgehen. Ein bisschen viel Lötzinn dazu, dann sollte es schon klappen. Ah, dann tun wir hier mit ganz viel Gefühl hier mal die Leiterbahn freimachen.
Muss ich aber so hinschauen, glaube ich. Oder da geht da auch mit schauen immer. Bin immer erstaunt, wie gut es dann doch geht hier mit dem Mikroskop. So. Gefühl. Perfekt. Und hier müssen wir auch noch freikratzen. Müssen aufpassen, dass wir nicht die Masse erwischen, weil sobald Masse im Spiel ist, haben wir verloren. Bisschen Nervenkitzel hier am Start. Ah, wir kriegen das schon hin, gell? Sind ja alle geübt, was so Muxereien anbelangt. Nee, bringt ja nichts. Ich habe ja dann hier Masse. Dann würde der eine Pull-up gegen Masse gehen, wenn ich es direkt nebeneinander packen würde. Natürlich schöner optisch, aber funktional halt dann einfach nicht. Aber ab und zu ist die Optik natürlich wichtiger wie die Funktion, gell? Das stimmt natürlich. So, dann tun wir den mal auf das Via draufsetzen. Schauen wir mal, wie weit wir da weg können vom Via, dass wir da Benetzung kriegen. So. Naja, easy. Haben wir da Platz? Jetzt muss nur noch der mit dem verbinden und dann haben wir den ersten eh schon drauf. Ganz locker geht es. Bitte euch. Haben wir schon schlimmer gemurkst? Da haben wir schon schlimmer gemurkst. Ja, mei, es ist ja wie original. Also es wird dann nicht besser ausschauen, wenn wir es im Design so drin haben, wie wir es haben, ne? Also von dem her. Noch ein 100 Nanofaräter. Tun wir so hin, dann schauen wir, dass wir da noch ein bisschen Lötzinn dazu kriegen. Dann passt es auch. Und dann die 1K. Klatschen wir hier seitlich rein. Es ist wie, wenn wir es so wollten eigentlich, ne? Also wenn wir es so designt hätten, würde es nicht besser ausschauen. Echt nicht. Zack, fertig. Jetzt haben wir hier die einmal 1K Pull-up hier, zweimal 1K Pull-up. Fertig. Thema erledigt. Oben unseren Sensor. Andi, sage ich, hätte noch ein paar richtige Triaks auf Lager. Schreibt es mal drunter unter das Video. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da die Optimierung gemacht haben. Weiß ich nämlich schon gar nicht mehr. Wir haben ein Stück Drähtchen gemacht und zwar von dem Pin hier rüber zum Tab. Eine Zange zum Biegen. Bin so froh, dass ich so ausgestattet bin hier. Muss mal gerade machen. So, wir sind von hier rübergegangen, da aufs Tab drauf. Das heißt, wir müssen ungefähr hier biegen.
Und dann schneiden wir das aber da oben ab. Da irgendwo. So. Dann gibt es jetzt erstmal hier ein bisschen. So, habe ich auch nochmal verbogen. Hier nochmal gerade machen. So. Dann geben wir ihm hier mal ein bisschen vorab schon mal Lötzinn drauf und da auch. Dann tut das sie leichter, wenn das schon mal vorverzinnt ist. Und dann löten wir den da einfach auf den Tab drauf. Aber einen falschen Triak bestellen, das ist ja fast so dumm wie einen falschen Triak designen, ne? Also unglaublich. Aber wahrscheinlich war halt auch bei der Bestellung einfach der Chat unaufmerksam und deswegen hat er einfach falsch bestellt. Würde ich mal fast drauf. Dem geht's gleich wie mir. Chat passt nicht auf. Nur im Look. So. Wobei, das schaut eigentlich auch schon wieder aus, als ob so gehören wird alles, ne? Ist schon ein bisschen peinlich, wenn das so schön ist, der Pfusch. So, dann haben wir den darüber gelötet. Dann haben wir eine Drahtbrücke gemacht von ihm da rüber zum Widerstand hier. Das kann man nicht auch mit dem Draht machen. Hätte jetzt gesagt, habe ich so viel Drähte von den Widerständen rumliegen, dass man hier von da einfach so ein kleines Ding nach unten biegen und dann hier rüber gehen und da nochmal hier runter biegen und dann aber auch gleich abschneiden. Ja, so in etwa. Lass mal wieder mitschauen, ein bisschen größer machen. Tun wir hier wieder verzinnen. Dann von dem Widerstand hier. Runter mit dir, danke. Darüber. So, noch mal ein bisschen nachlöten. Und danach da. Wie original. Schaut ein bisschen so aus wie diese ganzen Schaltungen, die jetzt so neu modern auf TikTok und Instagram und überall sind mit diesen Messing-Dingern, ne? Mal gerade noch da den Lötklecks da oben weg. So, wundervoll. Fünf bis 15 Minuten mal die Augen zumacht und wegknatzt, muss ja nicht heißen, dass man nicht aufpasst, gell? So, und auf der Rückseite haben wir auch noch etwas gelötet gehabt. Und zwar von 48 Volt runter zum Widerstand. Jetzt müssen wir erst die Buchsen einlöten, sonst klappt das nicht. Die da und die da. So, einmal, zweimal.
Einmal. Zweimal. Einigermaßen schön ausrichten. Ja, Lord Klee, ein absolutes Kunstwerk. Also perfekt, dass nicht perfekter geht. Finde ich auch. So. Und dann müssen wir von dem linken Pin hier runter. Das machen wir jetzt auch mit einem Stück Draht hier. Von da, da abbiegen. Bis da hoch. Und ungefähr da abschneiden, plus minus. Bis wir weiter biegen, wir müssen. Und dann genau 90 Grad haben, damit es auch schön ausschaut. So. Das da dran. Das da dran. Bisschen Flussmittel. Da und da. Und da nochmal. Perfekt. Glaube ich, war es richtig, oder? Sagen wir nochmal. Von da nach. Da, ja. So wie gestern, nur in schön. Kondensator. Dieser Stream wird gesponsert von Wirt Elektronik. Aber das steht eh überall dabei, dass ich hier Werbeding und Zeug und überhaupt. Nicht, dass sich jemand beschwert. Ja, im Prinzip nur Lötstoffblack drauf, du sagst, und dann ist es eigentlich, gehört es eigentlich so, ja. Mal einen blauen Edding holen, dem drüber malen, dann schaut es aus wie echt. Wie so gemacht, wie wenn es der Chinese so uns gefertigt hätte. So. Zack. Zack. Den auch drin. Ich finde, das ist eigentlich ganz hübsch. Müsste man eigentlich wieder ein Foto machen. Dass man sieht, wir lernen dazu mit Prototypen boxen. Es wird schöner mit der Zeit. Oder anders. Perfekt. Könnt ihr euch morgen schon wieder über Instagram-Posts freuen. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Und da liegt eine Jacke. So. Perfekt. Wundervoll. Da freut sich der innere Monk. Oder so schön ist das Ganze hier gemacht. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, und zwar haben wir immer noch keine Buchsenleisten. Sind eine dieser Design-Kits eine Buchsenleiste drin? Wir bräuchten jetzt echt Buchsenleisten. Schaut nicht gut aus. Schaut gar nicht gut aus. Ist da eine Buchsenleiste drin? Zumindest schauen Stiftleisten auf dem Bild draus. Jetzt haben wir hier welche drin. Netzwerkstecker. Also SMD-Stiftleisten, ne, die bringen uns da wohl eher wenig. Keine Buchsenleisten. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal, nützt nichts, die Wirt-Musterkiste durchwühlen. Ob wir denn da vielleicht Buchsenleisten drin haben. Könnte natürlich sein. Gibt ein Design mit Buchsenleisten, das wäre natürlich praktisch. Das, wenn ich gewusst hätte, was das gibt. Ich dachte, ich habe nur ganz viele Buchsenleisten. Nein, das ist gerade mein Hauptproblem. Aber die habe ich alle verschenkt. Und dann sind sie weg.
Aber jetzt würde man mal hier, vielleicht ist ja irgendwo was dabei zufällig. Kann ja mal optimistisch sein. Man kann ja mal optimistisch sein. Ganz viele LEDs. Noch mehr LEDs. Noch mehr LEDs. Noch mehr LEDs. Ja. Nö. Das merkt gut aus. Ne? Ja. Massive Bauteile. Das schaut nicht gut aus. Hätte man das nur ahnen können. Weil ich meine, wir haben ja gestern festgestellt, dass wir keine Buchsenleisten haben. Bis heute hätte ich sowieso keine organisiert gekriegt. Von dem her ist jetzt nur semi-schlimm, hätte ich gesagt. So, tu mal die Osterkiste wieder weg. Ich habe nämlich noch ein, zwei Ideen. Hoffnungsschimmer. Und zwar, da jetzt mal ganz schnell ins Elela rein, wenn wir es eh schon offen haben. Suche Buchsenleiste. Ne, das ist alles das Zeug. Ich muss mal ganz schnell ein bisschen rumwuseln und schauen, weil eigentlich sollte schon noch was sein. Ich habe, wie gesagt, gestern nichts gefunden. Aber ich habe noch ein paar so Geheimkisten, wo wir reinschauen können. Ich gucke es zwar nicht mit, weil ich nicht die Kameras hier rumschmeißen mag, aber es gibt noch ein paar so geheime Geheimkisten, wo wir drin sein können. Bewusst, aber hier zum Beispiel habe ich schon was und das ist genau das, was wir brauchen. Und zwar im Gesperrtlager. Kaiduinos, die kaputt sind, die ich kaputt optimiert habe, was auch immer. Und da haben wir genau die Buchsenleisten drin, die wir brauchen. Genau, an die hinter Gesperrtkiste. Kaputte Kaiduinos. Die habe ich gerade durchwühlt. Da haben wir die Buchsenleisten drauf. Haben ja alles da. Wonderful. So. Soll was, du glaubst doch nicht, die genehmigt dir sowas, weil du damit Spaß haben sollst. Nee. So, halt schneller. Man beobachtet das rote Licht hier. Und aufgeheizt. So, dann. Entlöten wir das Ding mal.
Also du meinst, dass du selber mal drucken darfst, soll was? Das glaube ich nicht. Kannst du dann einen Zeitslot reservieren bei deinem eigenen Drucker, wann du mal drucken darfst? So, und die sollten jetzt einfach rausgehen. Oh, ich mag diese Entlötpistole einfach so dermaßen. Sie funktioniert halt einfach. So, wir schauen uns an, dass ich hier nichts zusammenschmelze mit der. So, wir hatten gestern irgendwie hier welche, die direkt gepasst haben. Genau, der hier. Und der hier. Dann den da. Achso, wir hatten aber zu wenig dann. Haha. Aber brauchen wir die Pins? Weil sonst ignorieren wir das heute nämlich komplett. Die brauchen wir eh nicht, die da. Da geht keine Leitung weg. Weil wir haben sonst keine mehr. Dann fehlen halt die. Brauchen wir eh nicht. Kontrolliere nochmal im Schaltplan sicherheitshalber. Aber unten haben wir nichts weggemacht. Ne, da gehen keine Leitungen weg. Und Masse wird überbewertet, haben wir gesagt. Von dem her passt es halt perfetto. Falscher Knopf. Alle blind, alle blind, alle blind. So. Scharf. Scharf. Mag's nicht scharf machen, doch jetzt. So. Du wurdest gehauen. Die ist von Hakko, das ist die 731, glaube ich, heißt sie. Na, 301, so rum. Ne, 9-7-1 war die Ding. FR-301. Und die taugt wirklich. Die ist wirklich gut. Die kostet irgendwie 300 Euro oder so. Die ist ja echt teuer, aber echt extrem gut. Definitiv. Habe ich so ganz unmögliche Dinge entlötet mit der. So, gut, dass der so gern hier jetzt. Ah, wir haben eh genau die Masse, haben wir da erwischt noch. Links und rechts sogar. Hab heute keine Lötabsaugung am Start, merke ich gerade. Also die übliche Haltung, einfach pusten. Tut auch. Zack, zack. Feind guckt mit. Wenn jetzt riskieren möchte, dass du nochmal Schläge kriegst, würde ich sagen, die soll nähen gehen, soll was und nicht hier feindlich mitgucken. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Was haben wir für ein Problem, Leute? Wer erahnt es, das Problem, das wir haben? Wir brauchen ihn da. Den müssen wir dann noch finden. Dann habe ich irgendwann Gehäuse gedruckt halt. Also der Schreibtisch, der verschlingt echt alles. Ist doch hier rüber geschmissen gehabt, oder? Ich hätte wahrscheinlich einen Videobeweis, wo ihr nachgucken könnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Bist du das? Ja. So. Dann kommt das da rein. Auch das passt wieder absolut perfekt. Ein Träumchen. So. Achso, und wo ist der Deckel dazu? Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen aufräumen anfangen. Lass mal was finden. Ja, weil die ganzen Tüten, die wir da jetzt haben an Mustern und Flapflaps und so weiter, die begraben uns hier gerade so einiges. So.
Da sind die 5K Widerstände, die tun wir auch gleich wieder hoch. Dann haben wir hier die Muster, die packen wir damit dazu. Die Decker brauchen wir dann noch. Einmal. Zweite ist schon verschwunden. Den haben wir da wieder reingepackt. Dann zweite Stecker. Für die 48 Volt. Dann soweit, so gut. Jetzt müssen wir nur schauen, ob hier irgendwo in diesem Haufen. Ich wüsste nämlich nicht, wo sonst. Ob da irgendwo die Picos sind. Schaut aber eher nicht so gut aus. Die waren in so einem ESD-Dingens drin, in so einem Reel-Tape-Abschnitt. Habe ich die in die Schublade gepackt. ESP. ESP. Dann. So, wenn ich die im Hexenhaus dabei gehabt habe, dann habe ich sie danach vermutlich. Wo könnte ich die hingemacht haben, wenn ich die im Hexenhaus dabei gehabt habe? So, gute Frage. Chat, habt ihr aufgepasst? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe da oben noch ein paar so Schachteln. So projektweise Zeug reinpack. Da könnten es natürlich dabei sein. So, da haben wir Kaffeemaschine. Da habe ich es nicht reingeschmissen. Dann haben wir die alte FPC. Da haben wir sie. Auch nicht. Nee. So viele tolle Sachen. So tolle Sachen drin. Wenn ihr wisst, was da für tolle Sachen drin sind überall. Und das sowieso nicht. Ja, auch nicht. Und dem. Auch nicht. Gut, dann gehen wir tatsächlich, was die Ideen aus. Außer sie sind da drin. Jetzt packen wir mal die Design-Kits wieder hoch. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Zack. Zack. Im Stream aufräumen. Werde ich auch mal das Neue. Müsste sie den Tag danach machen. Da ist, glaube ich, auch nur mein Funkgerät drin, da habe ich sonst auch nichts, oder? Ja, genau. Wo könnte ich die hinhaben? Gute Frage. Ich weiß, die waren in so langen, richtig schönen, breiten Tape-Abschnitten drin. Also ich weiß auf jeden Fall, wonach ich suchen muss. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Nee, der hat ja keiner, hat ja diese Faltblattanzeigen, hat ja keiner, Tobi. Im Kühlschrank, das wäre nicht ganz unwahrscheinlich tatsächlich. Ich habe nicht so, dass ob ich das jetzt auf Anhieb wüsste. Oder doch, vielleicht. Doch, da habe ich noch eine Schachtel. Das ist, glaube ich, die Hexenhaus-Schachtel, die ich da habe. Schaut gut aus. Ja, da sind sie. Haben wir sie gefunden. Perfekt. Da, wenn jetzt Buchsenleisten drin sind, dann kriege ich einen Vogel. Ne?
Nee, sind zum Glück keine. Zum Glück keine. So. Aber dann haben wir das soweit. Jetzt fehlt uns nur noch. Das habe ich zwar beim Suchen auch noch nicht gefunden, das hätte ich jetzt schnell drucken können. Das orange Teil fehlt uns noch. Das habe ich definitiv zweimal gedruckt. Und das müsste auch irgendwo hier noch rumfliegen. So manchmal so Projektkisten richtig schön herrichten. Ne? Wer ist dafür, dass man mal so richtig schöne Projektkisten macht? Kommentare. Kiste für Projekte? Ja, nein, vielleicht. So Nein suchen ist viel cooler im Stream. Weil sonst klatscht man da einfach einfach das da drauf. Na, das Sache ist, war die Seite. Sonst klatscht man einfach das da drauf. Das passt nicht, das hat zu viele Bohrungen. Macht er nicht mehr scharf oder was ist mit ihm? Oh, jetzt. Hacko? Achso, die Hacko. Die kannst du, wenn du willst, einfach Bescheid geben. Das Zeug stelle ich grund. Jetzt brauchen wir hier noch Stiftleisten. Das Zeug stelle ich grundlegend, wenn es Kunden wollen, einfach für die Kunden direkt. Das ist gar kein Thema. Hab gesehen, ich habe in der Kiste Stiftleisten drin gehabt. Perfekt. Weil die braucht man nämlich. Können wir das Ding nämlich gleich hier noch einlöten. Da und da. Und so rum. Perfekt. Also Projektkisten wären, glaube ich, nicht so verkehrt, ja. Wird schon Sinn machen. So. Löten wir die mal da alle schön fest. Hätte ich auch die Pads vorsehen können jetzt, dass man direkt drauflöten kann. Ich meine, hat ja seitlich diese Halbpads. Die sind ja dafür da, dass man direkt auf die Platine lötet. Könnte man auch vorsehen, aber ich sag, wenn da was kaputt geht am Raspberry Pi oder so, dann stehen wir halt da. Deswegen lieber nicht. So. Haben wir das auch. Wenn es gewusst hätte, hätte man einfach mitdrucken können, den orangen Deckel, ne? Aber der muss irgendwo hier sein. Der muss irgendwo sein, weil ich habe das definitiv zweimal gedruckt, das Ding. Von dem her muss der hier schon irgendwo rumfliegen. Alles immer orange bei mir, weil es meine Firmenfarbe ist, deswegen ist das ein bisschen blöd. Da nicht. Da ist er. Ich habe ihn tatsächlich in die Kiste reingepackt, wo die alten Flap-Flap-Dinger drin sind. Hier ist der Deckel dazu. Klack. Ah, oh, wundervoll. So, dann soll er nur wieder runtergehen, wenn er so perfekt drauf passt. Hallo, danke. Dann brauchen wir jetzt zwei kurze Schräubchen für hier.
Passt immer noch. Biegt sie mich gerade ein bisschen raus, habe ich gesehen. Aber es passt immer noch. Perfetto. Oh. Braucht man fast gar keine Schrauben. Also hier zwei kurze Dreierschrauben mit Muttern. Da haben wir M3 mal. Das ist das kürzeste, was wir da haben. M3 mal. Da haben wir auf jeden Fall zwei Muttern. Irgendwo müssten M3 mal 10 sein, glaube ich. M3 mal 10. Da. 2. Und wie lang mussten die einen sein, die was hier komplett durchgehen müssen? Das waren M3 mal. Also wir hätten sogar M3 mal 8 Senkkopf. Könnte man sogar nehmen. Hätten wir auch da. Und die anderen waren M3 mal 16. Ja. M3 mal 16. Und dann haben wir noch die 10er Abstandsbolzen, glaube ich, waren das, ne? Abstandsbolzen. M3 mal 10. Wo habe ich die? Da. 2, 3. So, bauen wir das Ding mal zusammen. Weil wir können nämlich da einfach Senkkopf reingeben. Weil es nicht so tragisch ist. Dem sich gestern jemand beschwert hat, dass die Schrauben zu lang sind. Dann sind sie heute halt kürzer. Könnten auch, wenn da mehr Fleisch wäre, die Sechskant versenken im PLA. Aber wir haben hier nicht mehr Fleisch. So. Fest. Fest. Dann müssen wir das Ding hier zusammenbauen. Da haben wir jetzt unsere Stundenanzeige. Achso, wo haben wir... heute haben wir einen Suchstream, oder? Kann das sein? Da habe ich es noch komplett original zusammengebaut. Dann brauchen wir den da. Und den da dazu. Passenden wäre gut. Jetzt sollte das irgendwann mal wieder sortieren, das Zeug da unten. So. Ist der schon so vermurkst ab Werk oder was tatsächlich? Probieren wir es mit dem. Der geht perfekt. So, dann haben wir unsere Scheibe. Ich habe heute im Übrigen, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe heute diesen Sprengring gefunden, den wir verloren haben. Ich habe ihn hierher gelegt und er liegt immer noch da. Jetzt sagt es nichts mehr, ne? Jetzt seid ihr auf einmal ganz ruhig. Jetzt sagt er nichts, der Chat. Aber wehe, ich verliere was, dann geht's richtig ab. Aber wehe, ich finde was, da kriege ich kein Lob und Anerkennung. So. Den dann noch weg. Zack, da müssen wir die Platine rausnehmen. Dann kommt hier der Sprengring wieder rein. Dann haben wir 50-50 Chance, dass wir Magnet richtig rum reintun. Denn wie rum wir den jetzt reinmachen, entscheidet, wo Nord- und Südpol ist. Oh, der geht total easy drüber.
Der hat hier gar kein Dings. Den müssen wir tatsächlich vermutlich. Weiß nicht, ob der Sprengring. Der Sprengring, glaube ich, schaut irgendwie kleiner aus. Nehmen wir mal einen anderen. Nehmen wir mal den da. Weil sonst müssen wir den tatsächlich kleben, den Magneten. So. Also, ja, der ist. Ah ne, der passt jetzt genau. Okay, da bewegt sich nichts mehr. Der eine Sprengring war ein Tick zu. Ne, der ist definitiv. Dreht sich nicht mehr. Wie rum wir den jetzt einbauen, entscheidet, ob wir im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wir können es nicht sagen. Wir haben keine Einschätzung. Müssen ja aufbohren. Dann kommt der da rein. Oh, geht genauso schwer wie gestern. Wir stehen hier perfekt an. Dann der Sprengring. Das Zahnrad. Also ich bin ja total happy, dass ich zufällig heute den gefunden habe, weil sonst hätten wir jetzt echt wieder Probleme. Zack. Entscheidet aber nicht, ob er Nord-Süd, wenn ich jetzt verkehrt rum drauf mache. Nee, das ist egal, das ist tatsächlich egal. Stimmt, du hast recht, natürlich hast du recht. Wir haben Glück, es spielt keine Rolle. Wahrscheinlich habe ich ihn trotzdem, auch wenn es egal ist, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren, weil ich einfach kein Glück habe. So, dann den da. Festschrauben. Oh, die Löcher sind wirklich perfekt für Dreierschrauben, die ich da gemacht habe. Die gehen so gut rein. Ideal. Dann braucht man den da. Glaube ich, oder? Ja. Für die Abstandsbolzen sind sie fast zu groß, zu klein. Könnten sie einen Tick größer sein? Für was? Für die Sprengringe? Oder für die Magneten? Oder für die Schrauben? Oder fürs Chaos? Sortimentkasten voller Chaos. Fände ich auch okay. So. The last one. Also jetzt müssen wir aber, glaube ich, die Löcher da unten auch noch aufbohren, ne? Mit dem Dreier Bohrer, was wir da gehabt haben. So. Perfekt. Schaut doch einfach traumhaft schön aus, oder? Was sagt ihr? Find's toll. Find's einfach ideal, perfekt, super toll. Dreierbohrer. Habe ich keinen. Das habe ich das letzte Mal aufgebohrt. Ist mit Vierer aufgebohrt. Nee, Vierer ist viel zu groß, ne? Ist ja wurscht. Dreier-Schraube geht, glaube ich, auch durch ein Viererloch durch. Nur andersrum ist immer ein bisschen schwieriger, habe ich mal sagen lassen. So. Dann brauchen wir jetzt aber noch Schräubchen. Können wir die da nehmen?
Oder, ah ne, da haben wir Senkkopfschrauben genommen. Habe die 3x8er genommen gehabt. Denen geht es ideal. So. Also jetzt habe ich da hinten aber Grate dran, die hat die sonst nicht. Schaut nicht schlecht aus, oder Leute? Einmal falsche Schraube. Ne, doch richtige Schraube wäre es gewesen. Muss nun richtig greifen. Hallo? Jetzt. Ah, schneid sich ihr eigenes Quint, wenn es das nicht kriegt, was will, ne? So. Einmal. Geht sich aus mit einem Vierer, ja. Hab kein Dreier, kein Dreierhalber, gar nichts da. Mein Hightech-Set hat sowas nicht zu bieten. So. Dann drehen wir mal durch hier beim bei der Anzeige. Schauen, ob sie das mitdreht. Ja. Perfekt. Dann müssen wir noch die Dinger hier wieder in die Leiste da reinstecken, und zwar so rum. Das heißt, wir fangen hier mit Blau an. So, da kommt Blau. Könnte man eigentlich mit dem machen, oder? Ist das schlau oder nicht? Hat ein bisschen Angst vor der Frage. Wir haben hier Blau. Na doch, das geht. Passt. Blau-Rot. Grau-Grau. Und grau. Bisschen abgerutscht. Und noch ein bisschen. Zum Glück überhaupt nicht laut, wenn ich hier abrutsche. Warum rutscht jetzt hier ab? Warum hat es mir das graue Kabel wieder rausgezogen dabei? Fragen über Fragen. So, jetzt aber. Perfekt. Und die können wir da oben wieder einstecken. Wundervoll. Wundervoll, Leute. Dann soll es einfach laufen eigentlich, oder? Ich meine, wenn wir es jetzt einstecken, sollte nichts passieren, die 48 Volt. Ja, passiert da tatsächlich nichts. Oh, jetzt müssen wir das Circuit-Python-Zeug drauf kopieren. Boah, wie ist denn das gegangen? Wisst ihr es noch? Damit echt, aber wir machen, wir ziehen das jetzt durch. Wie spät haben wir es denn? 10:30. Ziehen wir durch, oder? Ich will jetzt wissen, ob es geht. Das ziehen wir jetzt durch, Leute. Jetzt klatschen wir da Circuit-Python drauf. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es gegangen ist, aber das finden wir jetzt schon raus. Dann schauen wir, was passiert. Das will ich jetzt wissen. Mussten, glaube ich, beim Einschalten den Boot gedrückt halten, oder? Es war egal tatsächlich, weil ja eh alles
drauf ist, muss man nur die CircuitPython rüber kopieren oder wie schaut es aus? Ich glaube, nur rüber kopieren, oder? Ich glaube, ich muss neu runterladen. Ich glaube, ich muss neu runterladen. Download für Pico W 914 Safe. Ah ne, das ladet uns ja eh im Download Manager runter, gell? Aber macht nichts, haben wir jetzt das dritte Mal runtergeladen. Dann kopieren wir das rüber. Genau, das ziehen wir nur rüber, diese UF2-Datei ziehen wir nur rüber. Und dann sollte das installieren. Genau, schon sind wir da. Jetzt stecken wir den anderen Raspberry ein. Weil ich habe jetzt keine Lust, mir da ewig Gedanken zu machen und mir zu überlegen. Was wir alles an Libraries runtergezogen haben. Deswegen tun wir jetzt hier mal Steuerung C und im Software Lib haben wir Steuerung V. Da fehlt uns aber noch der NTP. Die kopieren wir einfach alle rüber. Haben auf jeden Fall die richtigen drin, falls wir da was geändert haben. Dann haben wir das, dann können wir nämlich die Libs rüber kopieren und die Configs habe ich eh drüben. Genau, WLAN, Config und Code PY. Passt, dann können wir wieder einen anderen anstecken. Gebe euch hier im Übrigen wieder die Kamera. Dass ihr für den Fall, dass Flap flappt, ausseht, dass Flap flappt. So, wir haben den CircuitPython. Wir hauen die Dateien bei lib alle rein. Wir hauen hier die Config.json und WLAN.json rüber. Die WLAN.json muss sie bearbeiten. Da muss ich jetzt hier mein Passwort eingeben und mein WLAN-Gedöns speichern, schließen. Dann kann ich das wieder dahin packen. Kannst wieder mitschauen. Soweit, so gut. Aber wir müssten theoretisch mit dem Putty verbinden können schon, oder? Heißt der jetzt anders? Komm, nein. Putti, putti, putti. Raspberry Load, komm, nein. Und dann nehmen wir das ganze Raspberry Stunden. Speichern, Raspberry Stunden. So. Nix drauf, von dem her passt. Genau, so ist der Plan. Also. Jetzt noch die Config.json bearbeiten und hier 40 reingeben. Nullpunkt müssen wir uns halt noch selber machen. Schauen dann nachher gleich. Jetzt kopieren wir das Programm rüber. Ja. Ja.
Sagt nichts mehr, was? Macht einfach. So, jetzt müssen wir ihm hier allerdings das Ding auswerfen, dass wir drauf schreiben können. Und dann müssen wir jetzt hier auf 0 gehen. Haben wir nicht mehr so viel Zeit gehabt. Hier auf 0. Mal lieber blättern und dann die Taste gedrückt halten. Hat da den gleichen Wert? Ja, schaut gut aus. So, 0, ihr könnt es sogar lesen. Und jetzt müsst ihr eigentlich auf 22 flappen. Moment, jetzt muss ich noch ganz kurz überlegen. Ja, nee, das sollte eigentlich. Eigentlich sollte er das schon machen, das soll soweit passen. Ich überlege nur gerade, ob er da nicht auch das Problem hat, gerade. Weil er ist jetzt nämlich von Stufe 0 auf 39. Ne, Lehrblätter interessieren uns jetzt gar nicht. Die brauchen wir zum Glück gar nicht. Ich überlege nur gerade, ob er jetzt auch das Problem hat mit dem, dass der erste Wert, den er liest, dass der Müll ist. Weil gerade hat er von Stufe 0, die er eigentlich hatte, auf Stufe 39 direkt umgeküpft, was irgendwie. Ach so, doof sind wir noch. Ganz doof, das haben wir ja gar nicht drin. Jetzt haben wir ein Problem. Dreck kann ihn werfen, oder? Habe ich heute gelernt. Wir fragen ja nur die Minuten ab. Wir fragen ihm ja hier nur die Minuten ab. Jetzt muss ich mal kurz aus- und einstecken. Ich hoffe, das Ding fängt jetzt nicht gleich wieder brennen an. Könnte man eigentlich mal mit dem Finger testen, ob der Widerstand heiß wird. So, wir fragen die Minuten ab. Target. Da. Step, Current, RTC, Time, deswegen konnte das auch gerade nicht erreichen, weil 39 ein Problem geben könnte. Ne, 40 hätte er eigentlich. Aber wir müssen hier sagen, if Pages gleich 62, dann Step Target Zielstufe auf Minuten setzen. Und dann kann man sagen, if Pages gleich 40, dann soll er T-Min, TM, das haben wir da unten irgendwo, ne? TM, aua, reinhauen. Dann sollte es klappen. Pages 40 war richtig, ne? Hat man, glaube ich, haben wir eingestellt, oder? CircuitPython, config.json, edit, Pages 40, das haben wir drin, perfekt. Aufhören. Und dann haben wir jetzt aber das Problem. Dass er das nur macht, wenn sich das ändert.
Das macht er nur, wenn sich's ändert. Und da werfen wir jetzt auch mal einen Wert weg, wie wir gesagt haben. Einfach testhalber. Und dann haben wir hier, machen wir das so. Machen wir einfach mal einen Wert weg. Sicher ist sicher. So. Und da sagen wir, wenn der Wert Step und Step Target auseinanderlaufen, also gleich sind, dann passt es soweit. If Step Target größer 30, Step Target plus plus 1. Da müssen wir jetzt auch noch mal das reinpacken. If, wir haben es oben gemacht, Pages gleich gleich 62, dann so, sonst so. Da muss ich mich auch noch mal drin. Und wenn er es erreicht hat, hüpft er direkt raus. Sonst macht er das quasi so lang. Und da werfen wir ihm jetzt auch einfach mal den ersten Wert weg, weil ich glaube, ersten Wert verwerfen. Hat irgendwas komisch drin. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, wie das funktioniert, aber das wäre jetzt zu einfach. Calculate Step. Und das macht er dann alles. Perfekt. Da haben wir nämlich jetzt das Problem drin gehabt, dass wir da nämlich da unten auch nochmal das nicht abgefragt haben. Und da müssen wir das auch nochmal reingeben. If Pages gleich 62. If Pages gleich 40. Dann hier die Stunden. Auf aktuelle Stunde setzen. Und das klatschen wir ihm einfach da dahinter. Und brauchen wir da nicht fragen. Ja. Könnte man oben wahrscheinlich auch machen, ne? Step. Na, da hat das. Egal, lassen wir mal, wie es ist. Dann sollten wir jetzt die Stunden und Minuten auch draus. Wenn man was anderes reinschreibt, wie die Werte, dann macht das sowieso Explosion. Das ist dann ja auch okay. Nullpunkt haben wir kalibriert, das heißt, wir können so einfach rüber kopieren. Sagt's noch was? Gibt's noch was zu fragen? Noch irgendwelche Wünsche, Beschwerden, Anregungen? Ist das cool oder ist das cool? Also, ich find's cool. Stimmt auch, ne? 22 Uhr. Zielstufe 22 erreicht. Mücke, das ist ein Fächer, der Wind fächert, wenn es im Sommer heiß ist. Hast du aus PUBG gespielt? Jetzt müsste man eigentlich nur noch in die Kiste schauen. Ob da noch so Netzteile drin rumgeistern. Eins, zwei. Und da ist auch noch ein Pico. Dann müsste man nur wieder rübergehen. Mikrofon mitnehmen. Ausstecken. Ausstecken. Dann müssten wir nur noch
Hier das Teil dran löten. Machen wir jetzt klein. Stiftleisten hat man irgendwo. Ich habe einmal 3 und einmal 2. Irgendjemand hat hier schon mal drüber gelötet. Hofft, der geht noch. Ne? Ich bin zuversichtlich. Ah, da tun wir jetzt noch mal Entlötlitze. Jetzt tun wir entlöten, das Ding. Bin mir jetzt sonst zu doof. So. Und der da rein, wenn er denn möchte. Möchte nicht, weil hier noch etwas zu viel Lötzinn drauf ist. Dann den da rein. Also passt der da nicht rein? Sind die generell zu klein, die Löcher? Oh, haben wir die aufgebohrt gehabt? Kann das sein? Kann das sein, dass wir die beim einen aufgebohrt haben? Mittlere müssen wir sowieso rausnehmen. Der fächert man einmal pro Stunde leider. Ja, ja. Ist, wegen der neuen EU-Verordnung ist das auch ganz okay, weil dann sparen wir Energie. Also eigentlich sollte es da schon reingehen, ne? So die Theorie. Ah ja, tut's auch. Muss nur mit ein bisschen Nachdruck dem Ganzen hinterhergehen, dann passt es auch. So, dann löten wir den da an. Zack. Zack, dann zwei poligen da rein. Heiß, 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 heiß. So, dann können wir den nämlich da reinstecken. Anlöten. Der Unterseite irgendwie. Ist jetzt spannend hier zu löten. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ja, könnte hinkommen. Dann drehen wir den jetzt mal bewusst weg. Kommt der? Kommt der? Wo war mein Kalibrierschraubenhaine? Habe ich mit drüber genommen? Ja. Oh. So, dann drehen wir den jetzt bewusst weg. Jetzt gehen wir ihm die Spannung. Leuchtet auch grün. Und ...51 kommt hin. Ja. 51. Passt. Ist das cool? Es ist so cool, Leute. Und hier das Gleiche. Hier nochmal den da. Zwei poligen hier anlöten. Jetzt kriegt nämlich die 5 Volt von dem Dingens Teil.
So. Und dann den mittleren Pin noch rausnehmen hier wieder. Zack. Und den da gerade einlöten. Und dann kommt der hier ran. Die Spannung steigt. Dann löten wir den da noch an. Boah, der eine Löten ist echt grausig. Also das Ding, wenn man nicht beim Aufbauen anlötet, hat man eigentlich instant verloren. So. Man könnte natürlich auch Buchsenleiste vorsehen, wenn man eine hätte. Und den da. So, perfekt. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch wieder so ein Kabel nehmen. Aber ein langes. Da habe ich eh ein langes Kabel. Dann abisolieren, abschneiden, abisolieren. Dann habe ich irgendwo den Stecker hingelegt. Wo auch immer. Da. Dann geben wir dem jetzt hier noch den Dingens da drauf. Jetzt schauen wir nur, dass wir es gleich machen wie drüben, damit es zumindest ästhetisch gleich ausschaut. Da der schwarze passt so. Dann haben wir AC, der ist wurscht. Peter, danke für den Follow. Willkommen im Stream. Gerade beim spannendsten Teil bist du angekommen. Glück gehabt. So, und dann tun wir hier, oh, der ist so heiß, der Trafo. Dann tun wir hier den erstmal verdrehen von 22 auf keine Ahnung wohin. Machen wir mal 24, weil sonst in unserem Glück. Dann tun wir den hier rausschrauben. Aus dem Trafo, dann tun wir die hier vertüdeln. Wenn ich es hinkriegen wird, jetzt. Und die zwei vertüdeln. Und verlöten. Mensch, denn schon. Dann ausstecken. Mal die da eine wieder. Jetzt seht ihr den Trafo gerade nicht. Ihr stellt euch jetzt einfach mal bildlich vor, wie ich die Drähte wieder in den Trafo reinstecke und verschraube. Müsst ihr einfach vertrauen. Aber ich glaube, das kriegt es hin. So viel Vorstellungskraft habt ihr. So, einmal. Und zweimal. Und jetzt kommt der große Moment, Leute. Jetzt tun wir das und das so hinstellen, da was drunter, dann stecke ich die
Minuten ein und ich stecke die Stunden ein. Scheint nichts zu brennen vorerst. Ich glaube, da wird es jetzt schwierig, weil das muss noch ein bisschen schräger stehen. Dass er runterklappt, gescheit, der muss ein bisschen schräger stehen, sonst klappt es nicht. Popcorn steht bereit, laut Klee. Und jetzt kommt der große Moment an. Jetzt müssen wir quasi eine Zeit lang nichts tun. 3 Minuten lang. Und dann ist die Frage, ob er dann um 23 Uhr, wir streamen halt echt enorm lang, ob er um 23 Uhr richtig umschaltet. Trinkt dabei was. Und ihr könnt mir dabei was erzählen. Noch 2 Minuten. Ich habe einen Bluescreen um Punkt 23 Uhr. Mach mal ein Foto. Das ist ein historischer Moment, oder? Und ihr seid alle dabei. Wundervoll. Also ich bin gerade echt angetan. Also diese Umwandler funktionieren von 48 Volt auf 5 Volt. Absolut brillant. Mosa, dann kommt auf jeden Fall. Oder Nebelmaschine. Nein, nein, nichts von dem. Auf jeden Fall Feuerwerk. Hoffe ich mal. So. Der ist ein bisschen nach innen gewendet. Also der hat auf jeden Fall. Tut der sich schwerer mit Flappen wie der Minutenanzeigen, Heine. 59. Ich bin nämlich neugierig, ob sie synchron schalten werden. Weil eigentlich sollte die Internetzeit ja schon einigermaßen passen. Wir fragen halt einmal in der Sekunde ab, also es kann so ein plus minus eine Sekunde kann schon variieren, aber ich bin neugierig. So, 1 Minute noch, Leute. Und dann haben wir echt einen richtig geilen, erfolgreichen Stream hinter uns. Ich kann euch schon mal vorwarnen, jetzt wo ihr alle da seid, nächste Woche Mittwoch bin ich nicht da. Da fahren wir zum Hexenhaus. Ich schaue oder ich versuche, dass wir am Freitag streamen können, denn ich würde gerne ein Holzgehäuse für das Ding drumherum bauen, dass ich es auf die Maker-Fairs mitnehmen kann und so weiter. Das könnte man da unten machen, weil da habe ich meine Werkstatt mit Kreissäge und allem drum und dran, dann könnte man das dort machen. Ich weiß noch nicht, ob das Internet reicht. So, jetzt musst du dann gleich umschalten. Trommelwirbel. Ich bin begeistert. Seid begeistert? Ihr seid auch begeistert. Ich weiß es, ihr seid auch begeistert. Cool. Ich freue mich gerade voll. Schalte mal ausnahmsweise den Lötkolben ab, den habe ich jetzt immer laufen die ganzen Tage. Ich bin so begeistert. Ist das cool. Wupp, wupp. Unglaublich. Unglaublich, den schaut man auch aus. Oh, Leute, 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 Leute. Ah, wie geil kann es denn sein, dass das einfach so funktioniert. Ah. Und wie kann es sein, dass die Leute drüber freuen, die noch nicht mal abonniert haben. Verstehe nicht. Sven. Genau, jetzt müssen wir nur 59 Minuten warten, um zu schauen, ob es Mitternacht auch richtig umschaltet. Von dem her, einen Satz umgeschalten, ich bin echt begeistert. Ich freue mich jetzt dann, also auf morgen früh, wenn ich einen Strom gebe, bin ich total gespannt, was passiert. Weil da muss er ja quasi auf 7 Uhr irgendwas schalten und das auch gleich korrekt und so. Da freue ich mich am meisten drauf. Vielleicht mache ich ein Video, wenn ich es nicht vergesse, mache ich ein Video, dann habt ihr ein Insta-Reel dann davon. Zeige euch das dann. Ansonsten finde ich es einfach geil. Wir haben die Platine überarbeitet. Ich lade alles auf GitHub hoch, der neue Code, die überarbeitete Platine. Die Step-Dateien für den Drucker und so sind eh schon alle oben. Ich habe, glaube ich, sogar die M3F-Files bei MakerWorld hochgeladen, wenn ich mich richtig erinnere. Von dem her, da sind wir alle komplett safe soweit. Da könnt ihr, wenn jemand das nachbauen möchte, weil er zufällig vom Hamburger Hauptbahnhof so ein Teil daheim liegen hat, dann könntest du es einfach nachbauen. Ansonsten, ich finde es einfach cool. Also ich weiß nicht, ich
Bin begeistert, dass so gut funktioniert. Jetzt schaltet er gerade um auf 2. Ich bin echt hin und weg. Wir müssen uns noch ein paar coole andere Dinge überlegen. Ich habe ja noch 1, 2, 3 Minuten Anzeigen, eine Stunden Anzeigen, wenn ich das alles richtig sehe. Vielleicht bauen wir da noch irgendetwas Cooles. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Anzeigen. Wir würden Abo-Counter würden wir hinkriegen. Wenn ich 5 Anzeigen nebeneinander packe und quasi jede von 0 bis 1, bis 9 anzeigt, würde man Abo-Counter hinkriegen mit 5 Anzeigen. Das könnte man uns überlegen, dass man dann irgendwie einen roten Knopf für die Messe macht, dass ich wirklich 5 Anzeigen nebeneinander vorsehe im Holzgehäuse. Dass wenn man jemanden roten Knopf und Buzzer drückt auf der Messe, dann zeigt er quasi einmal kurz die Abozahl an. Und dann geht er wieder auf die Uhrzeit zurück. Irgendwie sowas, glaube ich, fände ich ganz cool. Müssten wir uns überlegen. Minute 3. Vielleicht habt ihr Ideen. Könnt ihr mir ja auch noch ein paar Ideen. Hoffentlich werde ich nicht berühmt. Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Nee, 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 nee. Lieber nicht. Was mache ich sonst mit meiner vielen Zeit, wenn ich nur noch Autogrammkarten unterschreibe und sonst nichts mehr? Sekunden könnte man auch noch machen, aber die sind zack, zack, ja, da hüpft halt eins weiter. Die kann ich auf jeden Fall, wenn ich sie nebeneinander anreihe, kann ich es auf jeden Fall machen. Also es ist auf jeden Fall denkbar mit Sekunden. Ja, das könnte man auf jeden Fall auch andenken. Dann, meine lieben Zuschauer, 3 Stunden gestreamt. Ich glaube, das reicht uns. Lord Klee, vielen Dank für dein Abo. Schau, jetzt haben wir ein mega cooles Projekt und jetzt abonniert er auch. Guck ihn dir an. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gerade angetan. Also ich finde es gerade echt cool. Ich muss jetzt mal ganz schnell schauen. Mute Tab. Ne, der Jan ist nicht mehr online. Also stellt euch jetzt zum Jan rüber. Kaut. Aber der ist nicht mehr online. Schade. Dann alle miteinander vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag, übermorgen schon wieder. Da machen wir wieder ZX81 mit der Tastatur weiter. Und wir werden im Hintergrund vielleicht irgendwo die Uhrzeit haben. Bin dir ganz zuversichtlich. Wir sehen uns am Freitag. Macht es gut. Schöne Restwoche bis Freitag. Also die 2 Tage haltet schon aus bis Freitag. Und Co-Making, danke für den Follow. Haut alle noch einen Follow rein. Da habt ihr noch einen Link zu Discord, weil wir haben echt einen geilen aktiven Discord, Community Discord, wenn ich drin ist. Manuel hat auch zugeschaut, im Lurk zugeschaut, wundervoll. Macht es gut miteinander. Bis Freitag. Danke, ciao.